Wunderbar, müsste alles funktionieren, müsste alles laufen, so soll es sein. Yep, ja, liebe Leute, dann sage ich erstmal Hallo zur Nachmittagssession. Heute mit Forex Pro System und unserem Thorsten Helbig, der hier sein 1111. Webinar mit uns zelebriert. Und wir hatten heute Morgen schon die Ehre, ihm da über die Schulter schauen zu dürfen und hier natürlich ja, einen idealen Lauf seiner Trade-Idee, seiner Trade-Aktivität sozusagen abzuholen. Wirklich ein sehr, sehr dynamisches Webinar dahingehend, und man kennt auch den Thorsten mit seinen, sage ich mal, Geflogenheiten. Wirklich, wie gesagt, war eine sehr, sehr runde Sache und alles rund in diesem Sinne. Jetzt wollen wir auch anknüpfen an das, was wir am Vormittag sozusagen erarbeitet haben. Wollen mal sehen, was die Amerikaner jetzt machen. In 10 Minuten gibt es News. Ich will, wie gesagt, hier dahingehend auch dem Thorsten natürlich gleich die Ehre geben, die Bühne wieder zu betreten, um mal zu schauen, was er am Nachmittag mit seinem Dow-Setup sozusagen kreiert, weil heute Morgen ging es im Primären ja nur um Euro-US-Dollar in Anführungszeichen, aber erstaunlich gut, wie hier sozusagen die Bewegung adaptiert wurden, nahezu einem Reaktionstief dann eingestiegen, wirklich wunderbar. Schaut euch das Webinar gern an. Wir haben hier auf unserer JFD-Seite, wie gesagt, unser Paket mit allen Webinaren. Ich habe das Webinar auch vorhin erst hochgeladen. Hier kann man es, wie gesagt, sehen. Knapp 2,5 Stunden ging es. Aber Thorsten wird es ja ohnehin dann auch nochmal versenden. Wie gesagt, unser YouTube-Channel, schaut es da ruhig mal rein. Da haben wir auch hier mit dem Jens Glatt und meiner Wenigkeit immer wieder viele News dahingehend in Sachen Research und Marktüberblick. Und ansonsten natürlich den Tipp hier an dieser Stelle, das ist ja der Event, den wir heute mit Thorsten begleiten dürfen, JFD. Ändern Sie nicht Ihre Strategie, wenn diese einen guten Erwartungswert hat, sondern ändern Sie unter Umständen vielmehr Ihren Broker. Und mit JFD sind wir da hier auf Vollgas unterwegs, weil, wie gesagt, schnelle Ausführung, Interbankenzumarkt, keine Fakes etc. Ich sagte das heute Morgen schon, das ist das, was uns auszeichnet. Und jetzt wollen wir uns dem Markt widmen, deswegen seid ihr hier, deswegen wollen wir auch natürlich dem Thorsten über die Schulter schauen. Wenn ihr Fragen an den Broker, an mich habt, jederzeit gern. Ich stehe euch hier zur Verfügung, werde mit Thorsten hier auch mal sehen, was wir sozusagen am Markt herausfinden können, adaptieren können. Und deswegen, Torsti, du bist schon ganz heiß. Ich weiß schon, du beißt in die Tastatur buchstäblich. Willst du den Bildschirm praktisch wieder krallen, oder wie sehe ich das? Ich mache das einfach. Ja, das Recht Das hast du. Schöne ist ja, Aha. das Schöne ist ja, das Schöne ist, ich bin Organisator. Ja, da Das bist du ja. heißt, Hast ja gleich Fall was mit mir. Ich bin ja auf einem ähnlichen Level, aber es ist schön, dass du das gleich nochmal hervorhebst im Sinne des Organisatortums. Ich sehe auch, du hast gerade wieder eine Long-Position laufen. wenn mir irgendwas nicht passt, dann schalte ich dich einfach ab. Ach, das ist aber schon Uah. ein bisschen frech an dieser Stelle, ne? Aber Thorsten, so kenne ich dich. Attacke, lass es raus. Jetzt wollen wir erst mal sehen, was du schon wieder hier über die Mittagspause, denn du hast wieder an einer Horizontallinie einen Long-Entry gewagt, so wie das aussieht, oder? Wir machen mal die Geschichte ganz einfach. Erstens mal, ich habe unten in dem Chat und hier jetzt auch in dem Fragen-Dialog habe ich den Link reingepackt von der Aufzeichnung heute früh. Ich glaube, die Aufzeichnung heute früh lohnt sich jedenfalls, da die Feedbacks aus meiner Community oder aus unserer Community von Forex Positive waren die Feedbacks recht gut. Dass sogar alte Hasen, die schon seit 2, 3 Jahren bei uns sind, irgendwo eine Mail geschickt haben, ey, geil, so habe ich das noch gar nicht gesehen und super, das mal zu sehen und bla bla bla. So das Übliche. Also es scheint heute Morgen wirklich etwas gefruchtet zu haben. Die Aufzeichnung dazu, wie gesagt, den Link habt ihr einmal im Chat und einmal da. Und ich werde euch, ob ihr das wollt oder nicht, werde ich euch noch mit einer Mail belästigen irgendwie, wenn das Nachmittags-Webinar vorbei ist, alles konvertiert und hochgeladen, das werdet ihr heute Nacht oder morgen früh, na, heute Nacht bestimmt nicht, da habe ich was anderes zu tun, aber im Laufe des Tages, morgen früh oder so, werdet ihr eine Mail kriegen mit dem entsprechenden Aufzeichnungslink da drinnen. So, bevor die Nachrichten kommen, ganz einfache Geschichte. Wir haben vorhin ja irgendwie nach 11 irgendwie aufgehört. Wir hatten hier die Korrektur und ich habe hier zum Schluss dieser Korrektur hier in diesem Bereich sieht man, habe ich sofort wieder gelongt. Hier bei der Fortsetzung hier bin ich wieder rein, habe die Position da gleich platziert. Dann hat er unseren Zielbereich hier nach oben nachhaltig durchschlagen. Dann hier die Korrektur wieder nach Europro. Wir haben heute Morgen eine Menge dazu erzählt. Und als dann der ganze Kram wieder Gas gegeben hat in die Richtung, habe ich die Position hier dann verdoppelt. Da, als er
diese Nummer hier durchgezogen hat. Ich will diese Position jetzt im Markt halten. Wir kriegen jetzt gleich News. Ich muss allerdings nicht nur, ich mag das sowieso nicht, dieses Honig ums Maul schmieren, geht mir eigentlich irgendwo gegen den Strich. Klar hört man das gerne, wenn man gut ist. Allerdings kam auch ein oder zwei Mails. Ich weiß nicht, ob derjenige hier ist. Irgend so ein Knaller, Inside nennt er sich, hat mir irgendwie eine Mail geschickt. Aber hallo, kein Mensch kauft die Katze im Sack, wenn er ein wenig Hirn besitzt. Das ist vollkommen richtig. Also wenn mich heute Morgen in der Werbung oder sonst irgendwas vielleicht zu aggressiv war, dann kann man das vernünftig sagen. Dann könnt ihr euch gerne an mich wenden, könnt euch auch hier dazu äußern, sagt einfach, okay, das geht uns einen Scheißdreck an, wir wollen nicht handeln sehen. Aber ich glaube, wir haben da heute Morgen keine Verkaufsveranstaltung draus gemacht und sollte ich dich hier erwischen, mein lieber Insight, schmeiße ich dich raus. So eine Leute wollen wir nicht meckern, darf mit mir nur meine Frau. Nee, nicht mal die. Doch. Nein, Quatsch. Also ehrlich, wenn euch irgendwas gegen Strich geht, wir haben hier eine offene Kommunikation, wir haben hier eine ganz offene Geschichte, ihr habt hier das Chatfenster, wo man sich äußern kann und wenn euch irgendwas auf den Nerv geht, einfach ganz kurz, du pass auf, das interessiert mich nochmal, du, das interessiert mich jetzt nicht so. Wir machen das ja für euch, aber ich glaube, ein paar Worte zu uns und auch zu den Produkten, die wir anbieten, ich glaube, die seien uns gestattet. Man ist ja hier zum Lernen, das ist jedenfalls mein Ansinnen, euch was zu zeigen, das, was wir machen, das, wie wir handeln, wie gehen wir mit dem Markt um, was lesen wir aus dem Markt, wie und wie gehen wir damit um. Den Stop werde ich ein kleines Stück korrigieren, kurz vor den News. Sorry, wir sind noch 2 Punkte im Risiko. TP habe ich ausgeschaltet. Ganz einfach. Also ganz einfach, so offen wie ich mit euch rede oder wie wir mit euch reden, so offen könnt ihr auch mit mir reden, aber nicht so eine schwachen Mail, weil kein Mensch kauft die Katze im Sack bei uns, kauft keine Katze im Sack, geht bei uns in den YouTube-Kanal, weil dort findet ihr 700 Videos, also da findet ihr 700 Säcke mit 700 Miezen. Dann wisst ihr, was ihr macht. Thorsten, Ja. an dieser Stelle muss ich ja gleich dann auch nochmal ergänzen, das ist immer das Katze im Sack. Es geht ja auch viel mehr um die Systematik, die du da erklärst, nicht wahr? Ich meine, du hast da jetzt deine Systematik aufgebaut in vielen, vielen Schritten. Das Tool ist ja nur ein Werkzeug für dich sozusagen. Ich meine, das unterstützt dich auf jeden Fall, aber du hast ja dann auch eine Systematik selber entwickelt, die du ja so rüberbringst. Und ich sag mal, aus was dann natürlich jetzt deine Indikation bestehen oder die Linien, ja, das ist ja etwas, was du ja nach und nach vermittelst und im Prinzip dir sozusagen eine Art Landkarte im Markt gibt. Aber letztlich der Einstieg oder auch heute Morgen das hast du ja praktisch manuell durchgeführt, ja, aufgrund dessen, dass du eben gesagt hast, hier ist ein schönes Level, das ist ein Punkt, da willst du rein, genau wie eben jetzt hier in dem Beispiel auch. Und Kritikpunkte gibt es an dieser Stelle natürlich immer wieder, ja, das wird man auch immer finden, aber ich denke, deine Community ist auch Du, recht. alles gut. Ich wollte nur Klartext reden. Ich mag sowas nicht, wenn man einfach so hinterrücks schießt, ohne Namen, ohne alles und dann versucht einfach rumzupissen. Das hasse ich in die Pest. So ganz anonym dann wieder einfach nur rumzustänkern. Weißt du, klare, konstruktive Kritik ist immer angebracht. Die nehmen wir immer an. Die nehmen wir uns auch zu Herzen und da machen wir auch was. Ich glaube, unsere Leute und ich glaube auch die JFD-Kunden wissen das auch zu schätzen. Wenn ihr sagt, du pass auf, das finde ich nicht in Ordnung, dann gehen wir damit mit uns ins Gericht rein, wenn wir sehen, ob wir das ändern oder ändern können, ändern müssen. Wir machen das ja. Also, ich wollte nur einmal Klarheit schaffen, gleich zum Start, um dem vorzubeugen. Und ich werde darauf achten, wenn der gute Vogel sich hier rumtreibt, dann schicke ich ihn einfach weg. Wir wollen uns. Ich habe in meinem Leben 6 Kinder großgezogen. Ich bin über 55 und ich glaube, mir braucht keiner groß zu sagen oder uns braucht keiner so groß zu sagen, was man darf und was man nicht darf. Und einen Schniegel kenne ich auswendig, auch wenn man das nicht immer vermutet. Ja, da Ja, stehe ich dir noch also. etwas nach, Thorsten, in Sachen dessen, was du sozusagen schon erbracht hast und auch in deinem, sage ich mal, Alter natürlich, ja, aber da hast du natürlich auch Fundus an Erfahrung. Aber es ist wie immer auch an den Märkten, der eine ist Trendfolger, ja, der andere ist Countertrader, der nächste handelt im M1, wieder der nächste im Tageschart, der andere mag den Typen, der nächste wieder den. Da muss man im Prinzip auch ein Stück weit natürlich das Sieb anstellen. Aber jetzt wollen wir, wie gesagt, uns dem Trading auf jeden Fall widmen und mal hier ein bisschen
bisschen eruieren, was Euro macht. Ja, weil in der Minute, lass mich schauen, jetzt haben wir noch 40 Sekunden, wenn, nee, Quatsch, 50 Sekunden, kommen die News, ja. Ist immer eine Sache, wer steuert die News, der Preis oder die Nachricht im Endeffekt. Letztlich sind es die Reaktionen, die wir im Chart sehen. Wichtig ist zu wissen, dass es News gibt, dass es da erhöhte Volatilität geben wird. Wir haben hier praktisch das Bruttoinlandsprodukt Q2, endgültig heißt das, aber das ist im Prinzip auch schon bekannt. Also praktisch die endgültige Variante. Ansonsten haben wir noch natürlich wie immer donnerstags die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die waren früher immer sehr, sehr dynamisch. Bislang in den vergangenen Monaten, Schrägstrich Jahren, hat sich das nicht mehr so hochkristallisiert, aber es sind eben die Non-Farm-Payrolls jeden ersten Freitag viel, viel wesentlicher. Ja? Aber warten wir mal ab, was passiert, Thorsten, wie du mit der Sache umgehst, und jetzt schauen wir mal Richtig. auf den Chart. Da haben wir die News. Da geht der ganze Kram los. 14:30 Uhr Bruttoinlandsprodukt, Preisindex, Warenhandelsbilanz und Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Der Rest kommt nachher um 15:45 Uhr. Wenn George und Fischer sprechen, warum auch immer. Das heißt, hier wird jetzt gleich, oder wir haben jetzt hier gleich die Passiertpasskarte gezogen. Ich habe diese Position vorbereitet, indem ich einmal hier unten die Geschichte gelongt habe. Wir erkennen hier oben, glaube ich, sauber diese Kante, die hier mehrmals angelaufen wurde. Jedes Mal zack, 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 gab es die Rückschläge. Dann ist er da durch, leider dann wieder zurück, und ich habe die Position aufgestockt. Diese Position ist jetzt hier drinne, und wir haben sie mit 2 Punkten im Risiko abgesichert. Wie wir so eine Position platzieren, nach welchem Regelwerk, werde ich nachher gleich nochmal erklären. Ich glaube, also wenn es gewünscht ist, nach welchem Regelwerk, wie wir damit umgehen. Ansonsten haben wir den Link reingepackt von der Aufzeichnung heute früh. Wir haben heute Morgen ein Monatsziel erarbeitet in circa 1,5 Stunden. Unser Monatsziel liegt bei 50 Punkten, also ein knappes Monatsziel haben wir geschafft. Das Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkten, Wochenziel bei 50 und das Monatsziel bei 200. Sorry, wir haben ein Wochenziel heute Morgen erarbeitet, kein Monatsziel. Das Monatsziel kann man auch aus dem Webinar heute Morgen entnehmen. Das haben wir schon seit ein paar Tagen gesagt. So, die News laufen. Wir haben 31. Viel ist nicht passiert. Aber, ne. Das ist so ein bisschen Ping-Pong, ne? Eine rote Candle mit einem großen Ja. Docht oben, dann haben wir wieder eine Bull Candle daneben, und die wird jetzt just in dem Moment schon wieder relativiert. Also Horido. Das war, wie So. gesagt, vor ein paar Jahren anders. Da waren die 14:30er Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag doch schon immer ein bisschen gewürzt mit Bewegungsintensität. Wie gesagt, das machen jetzt only die Non-Farm-Payrolls jeden ersten Freitag, aber da dann auch immer gescheit. In aller Regel, aber auch da gab es mal so Das war Non-Events. jetzt, das ist jetzt wie nach der Silberhochzeit, irgendwie, da passiert nicht mehr viel, ne? Naja, das sei jetzt mal dahingestellt. Ah, sorry, weiß ich, ja, Je Oller, desto okay, Dollar heißt es genau, auch. das Also haben kann wir. ich direkt auch mal aufsatteln auf deinen, sage ich mal, Spruch sozusagen. Ja, es liegt ja mal an den Personen selbst. Ebenso auch, wie man das Trading sieht, durch welche Brille man hier schaut. Der eine sieht einen Seitwärtstrend, der andere abwärts, der nächste einen aufwärts. Wie würdest du die Phase jetzt bezeichnen aus dem M1 mit den gegenwärtigen Candles heraus und auch den Wolken? Der M1 ist ja da jetzt nicht so ausschlaggebend. Der ausschlaggebende, wir haben einen Handelsansatz. Wir sagen, wir brauchen einen Trend übergeordnet. So. Und in diese Richtung orientieren wir uns. Und jetzt machen wir mal diese ganze Nummer übergeordnet. Übrigens, nur mal so am Rande. Das ist noch das Bild von, wo wir mit unseren Tools gearbeitet haben. A, B, A gleich C. Das ist A, das ist C. Das heißt, diese Bewegung hier, die heute Morgen als erstes gemacht hat, guckt unsere Zielbereiche einmal von dem Zielbereich an den durchgelaufen auf den Tick genau. Dann fing er hier wieder an zu laufen und sollte da anders hoch. Und jetzt wisst ihr auch, warum die ganze Kiste da bremst. So. Und von diesem Hoch an sollte er nach Möglichkeit dann so konsolidieren, so wie hier. Nämlich genau ja, in diesem Bereich. Das heißt, der wird, wenn er sich an Regeln hält, das heißt, wenn er sich an Regeln hält, dann heißt er nicht Thorsten. Wenn er sich an Regeln hält, dann würde er sich jetzt genau hier so in diesem Level auch bewegen, wird hier noch eine Weile rum, um dann die Welle 3 für den heutigen Tag zu verursachen, die dann
kommen sollte, je nachdem, wo die startet. Das Zeitfenster, lassen wir einfach mal draußen vor. Das ist ein anderes Thema, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Wir reden jetzt einfach nur um die Bewegung. Und wenn es um die Bewegung geht und wir jetzt da wieder anfangen zu laufen, dann sehen wir, landen wir bei der 1.18.03, die wieder absolut identisch ist mit unserem nächsten Zielbereich, den wir da oben haben. Das heißt, nächstes Ziel 1.18.03, wir gehen dabei parallel wieder ins Gebet mit dem Chart. Wir haben heute Morgen gesagt, wenn wir hier so eine Range haben, so wie die sich hier gerade darstellt, die wir hier haben, dann wird diese Range in der Regel verlassen, in dem Moment, dass er einmal unten rausgeht. Diesen muss ich vorbeugen. Und den werde ich vorbeugen. Wir haben heute Morgen, ihr könnt mich gerne verbessern, ich glaube 46,4 Punkte gemacht. Wenn ich mich da leicht irre, dann bitte könnt ihr mich gerne korrigieren. Wir sind jetzt hier 2 Punkte im Risiko. Ich werde diesen Stop etwas nach unten ziehen, und zwar unter diese Kante. Wir scheitern jetzt im Moment an diesen Hoch da. An diesen Hoch, die sich im Moment mit unserem Einstieg haben. Das heißt, hier unten lauert jetzt genug. Wenn diese Range, dieses Kästchen hier verlassen werden sollte, ist es oft üblich, dass er einmal nach unten durchschießt, ganz kurz, eventuell sogar nochmal an diese Kante, an diesen Zielbereich, an die 68 und dann erst nach oben rausgeht. Heißt, ich habe meinen Stop jetzt aufgrund dessen, um der ganzen Position hier ein bisschen Luft nach unten zu geben. Der kann ruhig hier rausbiken. Wenn er hier rausbiken, dann kann er das gerne tun, um dann nach oben zu gehen. Aber ich kann auch mit einem Stop von 6,3 Punkten. Lutz hat gerade bestätigt, es waren 46 Punkte heute Morgen. Wenn ich davon 6 wieder in den Markt zurückgebe, dann ist das so. Damit kann ich sehr gut leben. Wir haben ja auch, egal was wir machen, selbst wenn ich jetzt mein Mid-Take-Profit arbeite, was ich heute Morgen erklärt habe, was ich ungern tue. Aber wir landen ja hier oben über dem Zielbereich. Das heißt, mein Take-Profit müsste dahin. Und dann haben wir jetzt einen Stop von 6 Punkten, einen Take-Profit von 31. Das heißt, wir haben immer noch einen CRV von 5 zu 1. Und damit kann ich ebenfalls sehr gut leben. Um das mal vorbereitet zu sagen, die News haben mir nun nichts gebracht. Ich würde jetzt drauf lauern, also die Position, die bleibt jetzt so. Fertig. Cut. Ich habe ein Regelwerk, nach meinem Regelwerk und nach meinem Regelwerk kennen, habe ich meine Position platziert. Alles andere, was wir jetzt in der Regel oder wozu wir gerne neigen, zu tun ist, nämlich jetzt hier davor zu sitzen, nervös zu werden und sagen, oh Scheiße, guck mal, jetzt geht hier unten raus, komm, jetzt bin ich gleich wieder auf Null, jetzt ist mein Gewinn gleich wieder weg. Oh, guck mal, ich war doch hier oben schon 60 Punkte vorne. Oh, guck mal, jetzt haben wir rote Kette. Oh, was mache ich jetzt? Nehme ich die Hälfte raus und kaum haben wir die Hälfte rausgenommen und die Position geschlossen. Dann ballert das Ding nach oben durch und wir sitzen da, machen Nase und dann sind wir am Schimpfen auf Chris und sein Laden JFD. Nee, ist er nicht seiner. Sind dann am Schimpfen über den Broker und sagen, guck mal, die haben nur darauf gewartet, dass ich meine Position rausnehme. Und als sie rausgekommen sind, sind die direkt abgeweint. Die haben nur gewartet, bis ich weg bin. Die Sprüche hören wir leider viel zu oft. Die haben nur meine Position hier unten abgefischt. Nur hier. Nur ich lag da. Da haben sie meine Position abgefischt und dann sind die nach oben gegangen. Ohne mich. Immer wieder das Gleiche. Und jedes Mal, wenn ich eine Position im Markt habe, passiert genau das. Ich glaube, die haben den Chris Kämmerer da draußen hingesetzt, der hat nur einen Schirm vor der Nase, hat nur mein Konto offen, der guckt den ganzen Tag nur, wo meine Mikrolots liegen, um die dann abzufischen. Nein, dem ist nicht so. Das sind einfach Regelwerke. Wir haben zu der Geschichte eigenes Buch und so weiter, haben wir heute Morgen schon mal drüber gesprochen. Machen wir nachher auch nochmal diese ganze Kiste. Genau so ist das. Wir müssen wissen, hier lauern Order, die werden jetzt gerade abgearbeitet, anscheinend nicht so viele. Hier lauern noch ein paar Order, wahrscheinlich ein paar Limits, wenn wir Glück haben. Und wenn er ihn durchballert, dann ballert er ihn durch, dann schmeißt er mich da unten raus. Wir müssen uns das hier einfach mal angucken.
Wenn wir nämlich jetzt einen Schlusskurs, wir können ruhig einen Spike darunter kriegen. Wenn wir nämlich jetzt einen Schlusskurs da drunter kriegen, dann haben wir ein neues Tief und dann haben wir in 5 Minuten im übergeordneten Chart haben wir einen Abwärtstrend. Und wenn wir da einen Abwärtstrend haben, habe ich in einer Long-Position nichts mehr zu suchen. Und genau deswegen muss meine Long-Position da auch raus. Aber ich muss ihm ein bisschen Luft geben, dass er einmal da unten ganz kurz durchgucken kann. Einmal ganz kurz unten, was ist da unten, was liegt da unten noch rum? Kann ich da unten noch ein bisschen was einsammeln? Wie so ein Eichhörnchen, weißt du? Mal gucken, liegt hier noch ein Nuss rum, liegt da noch ein Nuss rum, kann ich da noch ein bisschen was rauspulen? Oh, ich sehe das ja bei meinem Hund hier nochmal ein Loch buddeln, vielleicht finde ich hier noch einen alten Knochen oder so. Okay, da ist nichts weiter. Gut, dann gucke ich einfach mal nach oben. So machen jedenfalls die Eichhörnchen, da kommt ja auch der Spruch. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es wird nass, satt, nicht nass. Nass, übrigens, hier regnet es, ne? Habe ich schon erzählt. Süditalien und Regen. Da hast du natürlich Schweinerei. Bombenwetter mitgenommen, aber es dient ja auch dann dazu, dass du dich heute dem Webinar widmest. Ja? Wenn du jetzt 30 Grad hättest und Sonnenschein, würde es dir ein bisschen schwerer fallen, glaube ich. Ja, und vor allen Dingen habe ich dir gegenüber, mein lieber Chris, und auch dem Michael oder dem Dirk gegenüber, habe ich einen riesen Vorteil. Ne? Ich bin 1,73. Weißt du, was der Vorteil ist? Nee, lass hören. Bei Regen werden kleine Leute später nass. Ein geringfügiger Vorteil, aber da gebe ich dir auch recht. Ja, in dem Punkt hast du recht. Aber mit dem Runterspucken hier, mit den Stops abholen, man muss ja auch wissen, wenn jetzt wirklich ein Broker, ein reiner Market Maker zu 100% ist, der sieht ja, wo alle Kunden ihre Stops liegen haben. Ja, das heißt, er hat ja wie ein offenes Buch. Und da ist man manchmal schon versucht, die Preisskala mal so 15 Punkte oder Pips vielmehr in die eine oder andere Richtung zu drehen, um eben das klassische Stopfishing zu betreiben. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Manchmal fühlt man sich da schon abgeholt, mehr oder weniger, aber auch die Big Player jetzt gerade hier, was wir hier sehen, ist ja Interbankenmarkt, die Tier 1 Banken alle vertreten und die großen Liquiditätsanbieter, die hier die Preise stellen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, dort ist es natürlich auch so, dass da hin und wieder skalierbare Bewegungen stattfinden, die auch immer gerne mal überschießen, ja. Und man sich dann natürlich immer selbst dann ganz schnell in der Rolle findet nach dem Motto, jetzt haben sie mir nur mich abgeholt. Im Interbankenmarkt, wie gesagt, spielt ein einzelner Kunde überhaupt keine Rolle, zumal man ja auch sagen muss, die Lot, ja, die Standard-Lot, 100.000 Einheiten als solches, die war ja früher das Standardmaß. Heutzutage gibt es ja auch die Mini- und Mikro-Lot, das gab es ja bis vor 10 Jahren gar nicht, solche kleinen Staffelungen nach unten. Das heißt, gerade im großen Devisenteich ist es schon so, dass da so viele Milliarden getreten werden im Sekundentakt, dass man da sicherlich nicht davon ausgehen sollte, dass man jetzt hier explizit als einzelne Person abgefischt wird. Aber was man unterscheiden muss, ist definitiv ja. Aber wenn ein Broker eben hier sozusagen dann wirklich das Buch vor sich liegen hat und sieht jetzt hier bei 1,1800 oder so, ja, stehen die ganzen Take Profits oder 1,1750, die ganzen Stop-Loss-Level, da kann man natürlich durchaus schon mal ein bisschen an der Schraube drehen, wenn man es nicht ganz ehrlich mit seinen Kunden meint. Das muss man ganz klar sagen. Das liegt aber im Laufe der Zeit, mein lieber Chris. Früher gab es auch Petico, heute gibt es auch Mini- und Mikro-Röcke. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Der Markt hat sich auch für den Retail-Trader geöffnet. Gab's, war ja, wie gesagt, war ein reiner Markt ja. Außen vor. Aber ja. ein Glück, dass es sowas gibt. Da lohnt sich, wie wissen, auch ab und zu mal die Brille zu wechseln. Ja, es ist ja auch nicht von Nachteil, ne? Die Kunst ist es einfach, wir gucken, hier werfen wir nur mal einen Blick drauf. Hier haben wir überhaupt nichts verloren. Gar nichts. Na, Taxi, ne? Ja. So. Ja, geht gar nicht. Da habe ich schon hier großzügig gedacht, guckt euch den Quatsch noch mal an von heute. Man aber startet hier der 28. Da. Hast du nicht einen DAX Pro auch mal gehabt oder ähnliches, sag ich mal, wo du auch sag ich mal, so Linien definierst? Ja, der liegt aber im Moment bei Dirk. Ach so. Der wird nicht fertig. Ja, kommt auch wieder. Wir haben DAX Pro gehabt, das kommt auch wieder, wenn wir die Geschichte fertig haben, bieten wir es auch wieder an. Wir gucken uns gleich mal DAO Pro an. DAX Pro hat mir, wie gesagt, auch, das ist auch am Arbeiten. Aber guckt euch diese Range an, in der wir uns hier bewegen. Wir sind bei 1,703 bis 64, das heißt, wir bewegen uns in der 40-Punkte-Range, was für den DAX eine Katastrophe ist. Absolut. Also heißt das für mich Finger weg. Alles, was eine Katastrophe ist, Finger weg. Habe ich früher schon so gemacht, was eine Katastrophe ist, Finger weg. Ich bin heterosexuell, also bei Männern, Finger weg. So einfach ist das.
Ja, da hast du ein klares Standing, ne? So. Ich meine, die Zeiten entwickeln sich ja weiter, Ja, na klar. Thorsten, aber dass du dich da natürlich oder dass man sich da positioniert, wie es so schön heißt, ist ja auch nur das gute Recht an dieser Stelle. Wir haben jetzt hier Fragen noch mal ein paar. Ich kann kurz, während du den Markt nochmal scannst, hier auf Halli eingehen. Zero Trader, wie gesagt, bieten wir bei JFD an. Bei Forex Pro sozusagen ist der da auch mit im Paket. Ich meine sogar, wenn man dann eben den Forex Pro abonniert, das Abo sozusagen bucht, ist es ein Stück weit preiswerter. Aber eben auch, das sagte Thorsten heute Morgen ja auch, ist praktisch dann die Dienstleistungsgebühr, die Commission ein Stück weit höher im Sinne der Dienstleistung, die Thorsten eben hier anbietet. Und Mikrofutter, Harley, wenn du das meinst, natürlich kannst du bei uns sowohl den CFD im Dezimalstellenbereich, aber auch den oder das Währungspaar, die Währungspaare vielmehr natürlich auch mit der Mikrolot handeln. Ja, da bewegt sich das Ganze dann nicht im Euro, sondern mehr so im Cent-Bereich. Die 0,01 im FX-Markt ist die Mikrolot und im CFD-Bereich 0,1 ist dann praktisch kein Euro-Punkt je Bewegung, sondern dann eben nur 10 Cent. Also das kann man sehr schön skalieren, wie es so schön heißt, und auf seine auf seine Depotgröße anpassen mit seiner Positions-Size. Gut, US Cash 30, Wir Dow werden Jones. uns, ja, also wir werden uns bei dem DAX, wenn wir uns, wie gesagt, raushalten, der ist mir einfach viel zu gefährlich. Und auch wenn der Dow sich gerne an dem DAX orientiert, ich habe ja heute Morgen mal kurz gezeigt, wo habe ich das jetzt? Da haben wir auch, genau da, wir haben heute Morgen den Kontoauszug gezeigt von den letzten Tagen, die wir gemacht haben. Man sieht hier eine DAU-Position, weil ich will in der Vorbereitung einfach mal erklären, wie DAU Pro, was wir da haben, auch funktioniert. Wie wir so ein Kasper kommen, sage ich, kaufe nicht die Katze im Sack. Wir haben am 26.09. Serverzeit um 15:28 Uhr haben wir 5 DAXe bei 22.338 geschortet. Merkt euch bitte 15:28 Uhr Serverzeit, 16:28 Uhr bei 22.330. Das ist jetzt das Zünglein an der Waage. Und wir haben hier einen Einstiegsbereich. Bei 22.330 habe ich das ist jetzt doof. Probieren wir es nochmal. Da. 22.330. Das heißt, wir haben hier einen Einstiegsbereich. Der ist hier nicht ganz sauber gelaufen. Er soll, wenn Richtung Eröffnung oder kurz nach der Eröffnung, soll er nach Möglichkeit da hochlaufen in diesen Einstiegsbereich. In diesem Einstiegsbereich soll er mir eine Umkehr bringen in 5 Minuten und dann soll er den Zielbereich hier anlaufen. Die werden automatisch um 15:30 Uhr angezeigt. Wenn er das nicht macht, dann bleibt das Setup auch weg. Das heißt, wir haben, als er hier hochgelaufen ist, diese Kerze, dann Retour, diese Umkehrkerze, habe ich hier drunter, habe ich dann meine Short Stop Order gelegt. Wir haben gerade, da haben wir es gerade gesehen, bei 22,3 und dann sollte die hier unten der Ausstieg sein. Glattgestellt habe ich dann bei 22,2. Also 22.336 sind wir rein und 22.308 sind wir raus. Das heißt, wir haben uns genau hier da drunter unter diesem Gedöns dann einstoppen lassen. Und als wir eingestoppt waren, sind wir nachher hier runter in diesen Zielbereich gelaufen. Und als er hier wieder zurück ist, sind wir dann rausgeflogen. Das Ding ist hyper, hyper einfach. Entweder er liefert ein Setup oder er liefert kein. Das muss man sich einfach ein paar Mal angucken, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Gestern ist er nicht ganz in den Einstiegsbereich gelaufen, hat hier aber trotzdem diese Umkehr gebracht. Ich habe es gestern nicht gehandelt. Und wir sehen, dass er knapp unter dem Einstiegsbereich die Umkehr gebracht hat. Zack, in den Zielbereich und raus. Und genau auf diese Nummer werden wir heute lauern. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach heute ein Long Setup kriegen. Das heißt, er wird jetzt noch ein bisschen fallen. Dann werden wir weiter unten, werden wir einen Einstiegsbereich kriegen. Und dann wird der Ausstiegsbereich irgendwo weiter oben liegen. Das müssen wir uns aber angucken. Die Signal kommt pünktlich um 15:30 Uhr vollautomatisch. Vollautomatisch werden die Bereiche angezeigt. Das Regelwerk dazu
findet man dann in seinem Account. Nicht, das heißt, wir verkaufen die Katze im Sack oder man kauft die Katze im Sack. Das ist das Regelwerk dazu in den Beginnern. Du gibst mir zu lachen. Ja, ich bin ein sensibler Mensch. Ich merke schon, das ist etwas ungewöhnlich, das so kenne ich dich gar nicht, mein Guter, aber die Katze im Sack natürlich, das ist ja auch legitim, aber interessant, dass du sagst, ab 30 dann kommen dann praktisch die Horizontallinien, die du beim Euro-Dollar praktisch drin hast, oder? Die hier, die kommen, das ist ein völlig anderer Handelsansatz. Das hat mit Euro-Dollar überhaupt nichts zu tun. Achso, nee, du hast völlig ja, anderer Handelsansatz. Ah, du hast ja beim Euro-Dollar hast du ja praktisch das Wolkenband und dann hast du auch die Horizontallinien, ja, wo sich ein bisschen was aus Fibonacci oder genau, was auch immer ergänzt. Das hast du jetzt hier beim Dow nicht. Überhaupt nicht, gar nicht. Ah, okay. Hier steckt ein völlig anderes Regelwerk, ein völlig anderer Handelsansatz dahinter. Okay. Den ich jetzt hier nicht rausposaunen will. Aber schade, ne? Ja, ne? Schade eigentlich, ne? Das Ding habe ich mir wirklich jahrelang, wirklich in vielen, 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 vielen Monaten oder Jahren habe ich mir das ganz, ganz alleine erarbeitet. Und einfach durch Beobachten, Beobachten, Beobachten. Wir erklären das gerne mal. Vielleicht machen wir auch dazu mal irgendwann ein Webinar, erklären den Ansatz genau, weil das langt vollkommen in der Regel. Ich kenne einen Kanadier, so als Beispiel, den habe ich mal vor 8 Jahren in einem Forum kennengelernt oder so. Ich wusste nie, was der macht. Dann habe ich gesucht, gesucht, gesucht. Und dann bin ich genau auf so eine Setup hier gekommen. Mhm. Nur mal so als Beispiel. Der hatte vom Handel keine Ahnung. Keine, wirklich. Null. Der wusste nicht mehr, was ein gleitender Durchschnitt ist. Mhm. Und der Vogel, ich habe Konto gesehen, er nannte sich damals Tony 112. War viel unterwegs in Forex Factory. Hat da so ein paar Sachen gepostet und ich habe mir den ganzen Kram bei ihm reingezogen. Der hat keine Position unter 150 Lot platziert. Keine. 150 Standard Lot, ja. Ist immer morgens um 8, um 9 und nachmittags um 3:30 in den Markt. Immer zur gleichen Zeit. Hat sich die erste Kerze angeguckt. Die erste Kerze, die aufgemacht hat im Euro-US-Dollar zum Beispiel. Wenn die 5 Punkte in eine Richtung gelaufen ist, ist er in die gleiche Richtung der nächsten 1-Minuten-Kerze rein und hat seinen Stop 5 Punkte unter die Kerze gesetzt, unter die erste Kerze, 5 Punkte da drunter und Take Profit von 120 Punkten und fertig war die Laube. Mhm. Der hatte vom Handel, von Analysieren und so weiter, hatte er überhaupt keine Ahnung. Null. Niente. Der hat sich das einmal angeguckt. Der hat ungefähr 90% seiner Trades versemmelt. Aber der Rest hat gesessen. Und der Rest, der gesessen hat, der hat ihn, also damals, 2010 habe ich die Kontoauszüge gesehen, Live-Konten, 2010 hatte er ein Durchschnittseinkommen im Monat von ca. 100.000 Dollar. Gut, bei 150 Lot bewegt sich auch ein bisschen was, der hat auch eine Größenordnung. Aber nur mal dazu, wenn einer Vertrauen zu seiner Arbeit hat und zu seinem Regelwerk hat. Und genauso ist dieses Regelwerk, ich habe das Vertrauen dazu. Wenn diese nochmal läuft, geht er in die Nähe von meinem Einstiegsbereich, knall ich das Ding da rein, Feuer mal an und dann Zielbereich raus. Fertig. Dazu muss ich nichts können. Dazu muss ich gar nichts können. Und so wie Lutz gerade sagt, komm Thorsten, wir sind doch unter uns. Ich sag auch nichts, genauso sieht's aus. Du sagst doch nichts, weil du weißt ja auch nichts. Kannst du mich nichts sagen? Es nützt ja auch nichts, wenn man das weiß. Ich habe gelernt in der Vergangenheit, wenn ich nichts weiß, lebt es sich viel einfacher. Und wenn ich nicht weiß, warum, wieso, weswegen das hier so ist, dann brauche ich mir auch keine großen Gedanken machen. Ich neige doch sonst dazu, hier wieder zu analysieren und zu suchen, ja, warum und was könnte ich da noch verfeinern, was könnte ich da verbessern. Nehmt doch einfach mal als gegessen, als gegeben hin. Oh, hier ist Winter. Wir haben nur noch 21 Grad. Nehmt es einfach mal als gegeben hin. Das Regelwerk sagt einfach hier im Bereich von dem Einstiegsbereich Umkehrformation in 5 Minuten rein und in diesem Bereich hier unten im Ausstiegsbereich, im Zielbereich dann einfach raus. Profis, wir haben so unseren Georg zum Beispiel, der war 2012 bei uns im Seminar. Der kann Euro Pro nicht. Sorry, wenn ich das so mache. Oh, sorry, irgendwie die Knoten im Hals hier. Ja, was trinken der kann Euro Pro nicht, versteht es einfach nicht. Ja, gleich, wenn wir hier durch sind. Denn aber satt. er hat Kummer damit, so ein bisschen
Trends zu erkennen, die Verschachtelung von Trends zu erkennen. Er kam damit einfach nicht klar und hat sich einfach auf das Setup von DAOPro hier spezialisiert. Und er handelt seit 2010 oder 2011 handelt er nur noch dieses hier, nur noch DAO. Und der ist da richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber er handelt nur dieses Setup und das schafft ihm seine Performance. Finde ich affengeil. So, und wir werden uns das gleich mal angucken, was hier eventuell passiert oder passieren kann. Ja, der Dirk ist stiller Zuhörer, sagt er gerade. Das ist auch gut so, bevor da wieder irgendwie die Frechheiten rübergeflogen kommen. Na, der Dirk ist doch ein ganz So, der guter. Junge, der macht die. Ja, das ist ein ganz guter Esser, genau. Hört ihr donnern da draußen? Na, wir, also ich muss sagen, ich hatte vorhin im Chat schon gelesen, das Wetterle ist natürlich bei uns, glaube ich, im deutschsprachigen Raum wesentlich besser als bei dir in Italien. Das war aber letzte Woche natürlich noch ein Stück weit anders, ganz klar. Und auf Euro-US-Dollar hier, deine Range, die ist natürlich, das ist schon wieder ein Rechteck, ja, hier musterlich, wie er sich hier an der unteren Range da lang hangelt und mal wieder mal runterspuckt sozusagen. Mal sehen, ob das passiert, was du vorhin schon gesagt hast. Die blaue Linie nochmal ein Touchdown und dann nach oben. Das wäre natürlich wieder eine Hausnummer. Ich bin mal gespannt, was er tun wird. Den Stop hast du aber vorhin, das war noch was, was mir auf der Lippe lag, schon vom engen Abstand wieder erweitert. Das heißt, du hast das Risiko eigentlich wieder erhöht, Ja. obwohl du es zunächst, das ist, Ja. sag mal, das ist jetzt, das ist ein Erfahrungswert, weil in der Regel sagt man ja, Richtig. einen Stopp nicht versetzen. Einmal platziert, lässt du den. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, warum du in Genau. Anführungszeichen eine Ausnahme gemacht hast? Genau deswegen bin ich hier jetzt wieder zurückgegangen und auch genau um das zu erklären. Also wir hatten vor den News habe ich meinen Stop einfach hier unter diese Kante gezogen, unter diese Tiefs. Weil ich habe gesagt, okay, mit 2, 3 Punkten Stop kann ich leben. Mit dem Risiko kann ich. Denn wenn die News richtig reinknallen, der knallt nach unten durch, dann will ich nach Möglichkeit mit dem kleinsten Risiko rausfliegen. Jetzt habt ihr diese Range ausgebildet, die News haben nicht viel gebracht. Und diese Range hier ist bekannt oder meine Erfahrung, meine, wie gesagt, muss ja nicht jeder teilen. Dieser Range, in der sich jetzt die ganze Zeit bewegt, da haben wir die Oberkante jetzt ein paar Mal angelaufen, hier haben wir die Unterkante jetzt ein paar Mal angelaufen, die wird in der Regel mit einem Fehlausbruch verlassen. Da ich grundsätzlich nach oben gebürstet bin, weil ich lauere nämlich genau auf diese Kerze. Ich lauere sogar da drauf, wenn wir das Ziel anlaufen, was wir eben gerade hatten, wenn er uns dahin lässt, da oben, wenn wir heute noch dieses Ziel hier oben anlaufen sollten, knapp über 1,18, was kann man dann daraus schließen? Ich habe es ihm schon mal ganz kurz eingeblendet. Was kann man da noch rauslesen, wenn das passiert? Mal die Zuschauer hier ein bisschen fordern hier. Ja, ich halte mich zurück, das wäre sonst langweilig. Aber es ist richtig, die Also, Zuschauer müssen immer ein bisschen abgeholt werden, damit es nicht so ein Monolog ist. ja. Und das Also ist auch schön. ihr müsst schon mal, ihr müsst schon mal zum Tipp mir dann irgendwie mal ein Fingerwesen aus der Nase nehmen. Aber das ist schön hier. Die Diskussion war heute Morgen auch reichlich. Ja, die Teilnehmer machen wirklich gut mit. Ist auch Ja. ein großes Auditorium. Also wir sind gut im dreistelligen Bereich unterwegs. Das ist wirklich schön, dass wir hier so ein volles Haus haben und dass wir so viel interessiert haben und dass natürlich auch mitgewirkt wird. Ja, es ist für die Webinatoren, so will ich es mal nennen, immer ganz nett und schön, dass man sozusagen in Interaktion geht. Ja, weil sonst können wir auch hier einen Monolog halten. Das ist dann wie an der Uni wahrscheinlich. Das macht nicht so viel Spaß. Insofern immer wieder schön auch in die Tasten hauen, ganz richtig, was Thorsten gesagt hat. Aber da kommt viel, Thorsten, dann werte das mal aus, ob du das mal auf die Schnelle überblickst. Ja. Also ich sag mal, hier in diesem ganzen Bereich, den haben wir ja schon, glaube ich, sauber durch. Wir sehen einen sauberen Aufwärtstrend, wir sehen einen Aufwärtstrend im, ich nehme mal einen anderen Chart. Da nehmen wir den mal. Im 1 Minuten sehen wir den. Im 5 Minuten sehen wir, geht es nach oben. Da habe ich übrigens die Position von heute früh eingezeichnet. Da sieht man sie, kann man die erkennen, ja, ne? Die eine haben wir von hier unten bis dahin mitgenommen, die andere haben wir da oben aufgestockt, die haben wir ein Stück wieder mit zurückgenommen, waren hier Break-Even, sind hier rausgeflogen mit der Nummer, haben dann hier unten wieder gestartet, haben dann hier aufgestockt, sind mit der ganzen Nummer dort rausgeflogen. Das waren die Trades von heute früh. Also auch hier sind wir aufwärts grobe Richtung unterwegs. Wir gucken im 15 Minuten, dort könnten wir jetzt, wenn wir jetzt zu weit durchschießen, einen Trendbruch hinkriegen. So, dann sind wir im 30 Minuten. Auch da sehen wir, dass die Hochs hier
hinüber sind. Im Stundenchart gucken wir uns das an. Da sind wir ganz knapp vorhin oben drüber und haben den auch hier dieses Hoch gebrochen hier. Da haben wir das letzte Hoch, was wir vorher nicht geschafft haben. Da haben wir das letzte Korrekturhoch. Das haben wir mit den vorherigen Bewegungen nicht geschafft. Das hat er jetzt mit dieser Kerze aber locker geschafft, ist da durch, ist sogar ganz knapp über diesen Spike hier oben gelandet. Selbst die 4-Stunden-Kerze ist da oben über diesen Spike gelandet. Und wenn wir jetzt in den Daily gehen, und wir sollten auf die 1.18.03 gehen, immer, wir sollten, richtig, meine liebe Dagmar, du kriegst ein Fleißbienchen. Irgendwann schicke ich dir mal ein Mutti-Heft voll mit Bienchen drinnen. Ist das die Dagmar von Göttingen? Ich sollte eine ja, genau. Ja, Grüße an dieser Stelle, Dagmar. Wir kennen uns flüchtig. Ja. dazu sage ich jetzt mal nichts. Artig, Thorsten. Ja. Ich habe gerade gehört, meine Position ist gerade rausgeflogen. Das war nicht zu hören. Ja. Was aber auch nicht schlimm ist. Wenn man da oben landet, dass man da fett short geht, ja, das kann nur von einem kommen. Wir haben, um mal nach unseren Nummern zu gehen, wir haben hier die erste Bewegung und wir haben da die zweite Bewegung, die er weit unterschritten hat. Das heißt, wenn wir hier oben über der 1.18 schließen, nämlich genau da bei der 1.18.03, dann haben wir hier einen Schlusskurs von 1.17.42.1 gestern und einen Open-Kurs heute 1.17.41.5. Das heißt, ganz knapp tiefer, wenn wir da oben drüber schließen, ich mache die Nummer mal ein bisschen größer, kann man es besser sehen. Der Öffnungskurs ist ganz knapp unter dem Schlusskurs. Und in dem Moment hätten wir, wenn wir da hochgehen sollten, ein bullisches Engulfing, was auf jeden Fall eine Aufwärtsbewegung einläuten sollte für die Händler, die mittelfristig oder langfristig handeln. Und ich nehme diese ganze Bewegung als eine Short-Bewegung und dann könnten wir auf jeden Fall in dem Bereich des 1.19 korrigieren, wenn dem kommt. Das heißt, die Jungs, die würden hier als Unterstützung dazukommen. Thorsten? Wenn wir da rein, ja. Du hast ja unten noch so eine graue Linie da, horizontaler Natur. Das ist genau so ein Level, was ich erst kürzlich bei meinem JFD-Devisenradar auch auf der Pfanne hatte. Dass der da nochmal runterspuckt, woher kommt die Linie? Ist die automatisiert wieder oder ist das was du eingezeichnet hast, was ich jetzt mache? Das hier, das sind nur die Roundmarks. Das sind die Roundmarks, genau. Also ich denke mal so ein kurzer Spuck. 1.18. Hier haben wir die 1.17, da die 1.18, da die 1.19, da die 1.20, da die 1.21. Gut, runde Marken haben definitiv eine Anziehungskraft, aber dass er da runterspuckt sozusagen, wäre jetzt mein präferiertes Szenario, das siehst du sozusagen möglicherweise nicht, wenn er jetzt so einen bullischen Garfing macht. Ja, also diese Formation, so wie sie sich jetzt hier ausbildet und sich auch auszubilden scheint, ich gehe gleich mal in einen Minutenchart zurück, da muss ich nämlich gleich was dazu sagen. Dann wäre das heute Morgen passiert. Dann wäre das bei der Eröffnung dieser Kerze passiert. Oder wir hätten heute irgendwie harte Nachrichten haben müssen, die das verursachen können. Mhm. Wenn der Markt dieses Engulfing, also wenn der Markt dazu tendiert, hier eine Umkehr zu basteln und das in Form von einem Engulfing zu zeigen, hätte der Spike heute Morgen bei dem Abmarsch unten dahin kommen müssen. Für dieses Engulfing spricht doch, dass wir heute ein höheres Tief als das von gestern haben. Ja? Also ich rede nur von meiner Erfahrung, was ich aus den Kerzenformationen sehe. Ich handle auch nicht dieses Engulfing, sondern für mich kommt dann nur hier, wenn dieses Engulfing auftreten soll, weiß ich, dass die Tageshändler sich genau auf diese Seite schlagen und diese ganze Geschichte hier, mein Long-Szenario insgesamt unterstützen würden. Das heißt, ich habe die Jungs im Rücken. Jetzt gucken wir uns dieses ganze Spiel hier mal an. Jetzt hatte genau diesen Spike nach unten gemacht. Er hat auch da unten geschlossen. Er hat eben diesen Zielbereich hier genockt, hat den berührt, aber trotzdem ist nicht viel mehr passiert. Viel mehr ist er da noch nicht passiert. Viel mehr wollte ich ihm auch nicht Luft geben. Das waren jetzt
sechs Punkte. Man kann es sehen, irgendwie, es waren irgendwie $51, die mich der ganze Spaß jetzt gekostet hat. Okay, dann ist das so. Da kann man jetzt wieder drüber streiten, ob der Stopp hätte tiefer sein sollen, bla und blub. Na, du hast deine Entscheidung getroffen, fertig. Das war genau War das, was wir heute Morgen hatten, ne? richtig. Die Entscheidung war für mich einfach wichtig. Diese Range, die kann er nach unten verlassen mit einem Spike bis auf diesen Zielbereich. Wir sehen die Wirkung von den Zielbereichen hier. Wir haben die heute den ganzen Morgen gesehen. Da einmal ganz kurz raus, hier runter die Stops geholt und da die Zielbereiche abgearbeitet, da abgearbeitet, da abgearbeitet, hoch die nächsten, da den nächsten geholt, da wieder, dann wieder zurück. Wir sehen die Wirkung von den Jungs. Und der ist nun ein bisschen weit durchschossen worden, aber irgendwo muss ich meinen Stop hinlegen. Der gehörte da einfach auch hin. Tut mir aber auch nicht weh. Die 6 Punkte kann ich verkraften. Ziehen wir von den 46 heute früh einfach ab. So. Und jetzt heißt es, ich brauche ein neues Bild. Wir haben gesagt, wir haben jetzt hier nach Euro Pro haben wir hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein tieferes Tief und demnach haben wir jetzt eine Abwärtstrenddefinition. In der Abwärtstrenddefinition muss ich mich mit Longs einfach zurückhalten. Die kommen jetzt einfach nicht in Frage. Auch wenn mich das Ding gerade hier ein bisschen ärgert. So. Ist es Deshalb lassen eigentlich, wir das Ding einfach. lassen wir das Ja? Ding ein bisschen laufen, Thorsten, lass mich dich so ein bisschen ausquetschen an dieser Stelle. Rein, ich weiß nicht, ob das subjektiv jetzt ist oder feststellen kannst, vom Feeling her, ist es besser, die Morning Session sozusagen abzuhandeln, so von 7 bis 9 und oder, nicht und, sondern oder sich dem Nachmittag zuzuwenden. Betrifft jetzt eben gerade Leute, die vielleicht vormittags null Zeit haben, andere haben nachmittags wiederum null Zeit. Gibt es da eine Präferenz, wo du sagst, also wenn du es dir aussuchen kannst, wäre der Vormittag die bessere Option, Schrägstrich der frühe Morgen? Oder sagst du eben, wenn man sich zum Beispiel nur auf den Nachmittag fokussiert, auch gut, aber ein Stück schwieriger? Oder wie hast du da so Prämissen? Also meine Präferenz liegt auf morgen. Ich habe das heute Morgen schon mal versucht, ganz kurz zu erklären, warum. Viele Leute verkennen das, was das hier für ein Job ist. Dieser Job, den wir hier machen, ist ein knallhartes Geschäft. Das zehrt an unseren Nerven. Immer. Alles, was Geld kostet, zehrt an unseren Nerven. Die Männer, ihr kennt das. Wenn eure Frau vor Deich steht hier oder vor irgendeinem Schuhladen oder vor dem Zalando-Katalog, dann wisst ihr genau, was euch das an Nerven kostet. Alles, was mit Geld zu tun hat, kostet richtig Nerven. Doppelt so viel wie ein normaler Job. Ich konzentriere mich auf die Mornings, weil morgens bin ich fit und bin da einfach noch belastbarer. Wenn man einen Job hat, nehmen wir mal so, wir sind Beamte, ne? Sitzen auf dem Bauern und machen den ganzen Tag einfach mal nichts. So, jetzt haben wir so einen Job und dann kommen wir gelangweilt nach Hause. Dann kann man sich natürlich am Chart auch nachmittags austoben. Die Setups, werden wir sehen, haben den ganzen Tag Gültigkeit. Das Regelwerk funktioniert den ganzen Tag, ohne Wenn und Aber. Christian, ich wusste genau, dass du dich jetzt meldest. Christian G. Wusste ich ganz genau. Ich habe gesehen, dass du da bist. Genau deswegen kam der Spruch. Ich weiß, auf welchem Amt du sitzt. Also die Regelwerke haben den ganzen Tag haben die Gültigkeit. Das Regelwerk braucht in der Regel Bewegung. Und Bewegung haben wir morgens schön gleichmäßig. Ab um 9 wird sie dann ein bisschen heftiger. Von 9 bis 11 ungefähr. Und nachmittags natürlich jetzt, wenn die Amis gleich im Markt kommen, von 15:30 bis 18 Uhr ungefähr haben wir auch nochmal richtig Dampf drin, wo das Regelwerk richtig Spaß macht. Priorität sitzt bei mir auf der Morning Session, weil ich morgens ausgeschlafen bin, wach bin und dort einen anderen Blick dafür habe und mein Blick auf den Chart noch nicht so getrübt ist, wie jetzt am Nachmittag oder tagsüber. Wenn ich schon, so wie jetzt, ich habe heute Morgen 3 Stunden gesabbelt hier oder 2,5 Stunden gesabbelt. Ich habe von 7 Mann ungefähr ein bisschen analysiert, dann haben wir von 9 bis 11, 2,5 Stunden habe ich hier durchweg gesabbelt. Dann Naja, komm, ist also man ein paar doch Pausen ein hast bisschen du uns schon gegeben. ausgelaucht und dann. Ein paar Pausen haben wir dir gegeben, aber du bist schon der Moderator schlechthin. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Maßnahme, Thorsten. Die Leute wollen dich und dein System ja kennenlernen, ne? An der Stelle. Das ist natürlich. Ja, Aber man muss sagen, aber du gibst da Gas. Aber auf der anderen Seite, du machst ja jeden Tag Webinare, nicht wahr? Sonst wärst du nicht auf 1111 bislang gekommen. ja, 1111, ne?
1111. Da muss man Ich gebe euch mal sagen, meine Kontonummer. gib sie mal durch. Da muss man sagen, Thorsten, Lars Gottwig, unser CEO von JFD, war allerdings einer der allerersten, der Live-Trading-Webinare gemacht hat, damals noch 2008, 2009, Finanzmarktkrise. Da stieg er damals beim Gottmund ein mit Live-Trading Viva Webinar. Das gab es bis dato davor in der Art nicht. Er hat es auch viermal die Woche mehrere Stunden am Tag gemacht. Also wie gesagt, der Lars kommt ja aus der Trader-Szene, was er sagt, ist da ja auch reingerutscht. Und das muss man ganz klar sagen. Hätte er das fortgeführt, wäre er einer der wenigen, die deine Hausnummer jetzt hier 1111 tatsächlich hätte knacken können. Ja, aber er hat sich natürlich dann dazu entschlossen, die Brokerbranche aufzumischen, weil es eben bis dato auch keinen gab, der es so gemacht hat wie JFD. Deswegen interessant mal festzustellen. Aber das schlaucht wirklich. Also Hut ab, jeden Tag Webinare abzuspulen, jeden Tag den Markt zu dokumentieren, das erfordert was. Und du hast den vierstelligen Bereich geknackt. Und das mit einer Schnapszahl. Insofern darfst du dir heute sicherlich nicht nur ein Gläsle Rotwein gönnen, ne? Das sei dir vergönnt hier an der Stelle. Ja, Aha. Vollgas. Wir sind in der Gegend, wo der beste Rotwein von ganz Italien gemacht wird. Na da. Freue ich mich auf, da würde ich mich So. auf das Webinar morgen mit dir freuen, Thorsten. Ja. Ne? Spätschicht-Webinar. Ach so, okay. So. Jetzt sind wir in der Geschichte, wo wir sagen, guck mal, so, jetzt will ich mal erklären, was ich davon halte. Ich halte davon nichts. Weil wir sehen jetzt hier unsere Linien, unsere Wolke, die aus, scheißegal, was da drin ist. Wenn diese Wolke jetzt hier bloß ganz kurz, wenn die aneinander vorbeituschiert und nach unten abdreht, dann kriegen wir einen Short Move vom Feinsten. 2 Jahre, du sagst immer, wenn ein Trendbruch und dann in die Wolke und dann kann man long gehen. Was ist die erste Voraussetzung, um long zu gehen? Das haben wir heute Morgen schon 3 oder 4 Mal wiederholt oder gesagt. Was ist die erste Voraussetzung, die wir brauchen, um ein Long Setup überhaupt zu suchen? Wer hat aufgepasst? Thorsten passt schon lange auf, das weiß ich. Ich passe auch immer auf. Ich habe zweimal in meinem Leben nicht aufgepasst. Das erste war ein Junge, das zweite war ein Mädchen. Richtig, wir brauchen einen funktionierenden Trend und den brauchen wir hier übergeordnet, brauchen wir einen Long Trend. Und der ist überhaupt nicht gegeben. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wir bewegen uns ganz normal klassisch in einem Abwärtstrend. Deswegen, wer so eine Nummer macht, man sagt ja immer, ich soll ehrlich sein. Also, ich probiere so eine Nummer mal ganz gerne, so wie hier. Jetzt sehen wir, dass die Linien sich auch schneiden. Wenn der jetzt wieder hier runterläuft, wie hier eine Umkehrformation bringt, zack, lege ich da oben drüber eine Order, eine kleine, und der Stop geht direkt da unten drunter. Sobald die drei ist. Zack, und dann geht mein Stop direkt da unten drunter. So, 2,8 Punkte. So könnte ich diesen Trendbruch hier oben, wenn er den nämlich hier vollzieht, wenn er da oben drüber geht, dann brechen wir den fünften, im 5-Minuten-Chart den Trend, nämlich da, und dann bin ich schon mal dabei. Wer kennt mein Motto? Wer kennt mein Lebensmotto? Die Schnellen, die Langsamen, die Wer Geschichte, kennt, meinst du? wer, ja, wer kennt den Spruch meines Lebens? Den habe ich schon seit Ewigkeiten bei mir im Büro an der Wand hängen. Nicht nur im Rahmen, den habe ich mir sogar in die Wand spachteln lassen. Der frühe Fänger vögelt den Wurm. Nein, der ist das nicht. Der frühe Vogel kann mich mal, das ist es auch nicht. Die Schnellen, die Das Langsamen, ist nicht die Thorsten. großen fressen nicht die großen fressen die kleinen, sondern die schnellen, die langsamen. Genau so, der Carsten hat aufgepasst hier. So, und ich will, wenn die Jungs hier, wenn die hier oben drüber, da oben drüber liegen jetzt die Order von denen, die rein wollen. Die jetzt im 5-Minuten-Chart auf den Trendbruch spekulieren, die haben hier oben ihre Order liegen. Und zwar genau da, bei 1,1780. Wir wollen ja an die anderen Händler reindenken. So, bei 1,1785 liegen denen ihre Order. Da oben drüber. Und wisst ihr, was man da macht? Dann packen wir unsere Order mit dazu. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn wir jetzt noch ein paar Mikrolots hier, noch 5 Minilots dazu packen, dann muss doch was passieren. Pass mal auf, das zieht jetzt gleich wie die Hölle.
Weil Falls pro Lot die Zielen zählen doppelt. Ne? So, wir lassen den Stop von 2,8 Punkten drinne. Wenn er diese Nummer jetzt hier oben holt, zieht auch unseren Stop nach. Und wenn er jetzt hier oben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit einem Fake, er geht da hoch, ballert da oben ganz kurz durch und schießt wieder zurück. Dann müssen wir schnell sein, um den Stop schnell hinterher zu ziehen. Oder er ballert durch und macht den nächsten Move und dann haben wir nämlich 30 Punkte vor der Nase. So hole ich mir meine Nummern raus, wenn ich schnell sein will. Wenn ich am schnellsten dabei sein will und oder so früh wie möglich im Markt sitzen will. Und wenn wir uns dann diese Nummer hier nehmen, dann sehen wir, dass er hier fast bis an den 50er gelaufen ist. Und mit 2,8 Punkten Stop kann man nicht verkehrt machen. Gar nicht. Wir suchen ja immer kleine Risiken. Dirk ist also ein Spezi. Der holt sich seine Dinger immer mit ganz, ganz wenig Risiko. Der mag so eine Position mit 3 Punkten, 4 Punkten Stop-Loss oder so. Und daraus dann so eine Nummer zu ziehen, da kann man ruhig 2, 3 Mal was an die Backen kriegen, da kann man ruhig mal rausfliegen mit 2, 3 Punkten, dann ist das so. Aber das holt man auch mit einem Lauf dann wieder raus. Weil, nehmen wir mal den Fibo hier weg. Zack. War ja nach dem Ausbruch aus der Range die Geschichte. So, wenn er dann anfängt zu laufen, dann könnte er rein theoretisch auf an die 87 gehen. Oh, Heinz. Können wir gleich im DAO weitermachen? Was soll man denn im DAO machen? Im DAO gibt es noch nichts. Was soll ich hier machen? Da gibt es noch nichts. DAO Pro. Ich rede von meinem Regelwerk. Nicht von anderen Regelwerken oder von irgendwelchen anderen Analysen. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist DAO Pro und DAO Pro greift um 15.30 Uhr und um 15.30 Uhr wollen wir uns DAO Pro auch angucken. Ob wir überhaupt ein Signal kriegen oder nicht. Weil wir sehen auch Tage zwischendurch, wo wir keine Signale haben. Hier zum Beispiel am 21. war nicht. Am 20. auch nicht. Da war der sehr flach und wenn ein paar Tage und wenn eine gewisse Range oder eine gewisse Geschichte nicht funktioniert, dann gibt es auch ein Setup. So, und auch hier heißt es einfach, ich habe die ganze Kiste jetzt hier automatisiert. Hier oben seht ihr, das sollte das Ziel sein, nach Möglichkeit sogar innerhalb von 2, 3 Minuten, dann liegen wir sogar im richtigen Zeitfenster. Und wir sehen hier oben, ich werde den mal auf 8 stellen, Z. Das heißt, wenn er jetzt da oben durchgeht und dahin läuft, dann müssen meine Stops ab da komplett auf Break-even. Und so ist die ganze Geschichte dann automatisiert, übergeordnetes Ziel. Wo war das? Oder wo ist das? Wer zugehört? Außer Dagmar. Bei Dagmar weiß ich, dass sie zuhört. Die hört nicht nur zu, die schreibt auch mit. Siehst du? Genau so sieht's aus. Da wollen wir übergeordnet hin. Und dann haben wir noch 25 Punkte vor der Nase und dann gucken wir mal, ob wir die erwischen. Wie gesagt, wenn er hier oben durchgeht, kriegen wir auch einen 5 Minuten scharfen Trendbruch und wir sehen, wie der zieht. Seht ihr das? Wie das Ding zieht. So, jetzt werden die Order gegriffen da oben. Die Order hier über den Hochs, die ziehen. Guckt euch das mal in 5 Minuten an. Da oben ziehen die Order. Lauf, Forrest, lauf. So ein Vortageshoch, ein Vortageshoch oder sowas hast du aber hier nicht drin, ne? Ich meine, das kann der Stereo-Trader, glaube ich, auch. Also das ist die Vortageshoch. Vielleicht kann Dirk, wenn er mal den Löffel aus dem Mund nimmt, was dazu sagen. So die präferierten Vortageshochtiefs. Also du hast sie nicht drin, Thorsten, das weiß ich. Zumindest habe ich sie noch nie gesehen im Stereo-Trader. Okay, da sind sie.
Ja, Da nein, sind sie bei 90. ich meine automatisiert, dass du es praktisch selbst drin hast. Dirk, hast du das gehört, was das der Chris gerade verlangt hat? Der hat gesagt, du sollst einen Löffel abgeben. Löffel aus dem Mund nehmen, ist ein Riesenunterschied, Thorsten. Verdrehe nicht die Tatsachen, aber schön. Na, gucken wir mal. Thorsten, So, guck, Dirk wird abhauen. da haben wir die Nummer. Und jetzt läuft er genauso, wie wir das gehofft haben. Scheiß auf die 6 Punkte, die wir vorhin da zugesetzt haben. Hier oben, wenn er jetzt dieses Ziel hier oben anläuft aus dieser Bewegung, ich würde sogar versuchen, dieses Ding noch zu verschieben. Dann wäre das Ziel nämlich da oben. Wenn er da oben gegenläuft, da guck mal hier, wenn ich jetzt, weiß gar nicht, wo die Linie herkommt. Da, die scheint jetzt im Moment nämlich hier zu bremsen. Seht ihr das? Wo haben wir die her? Ach da, genau. Das ist die von hier, da war ein Fehlaufbruch und jetzt läuft er da wieder gegen. So. Schenkst du so einer schrägen Trennlinie tatsächlich hohe Beachtung, Torste? Ja, ich schenke vielen schrägen Sachen Beachtung. Dir zum Beispiel. Darauf habe ich spekuliert, auf die Antwort. Dankeschön. Ja, schiefen Turm von Pisa habe ich auch fotografiert. Ja, das Und der ist stimmt. verdammt schräg. Das stimmt, das habe ich gesehen, das Bild. Obgleich natürlich schräge Trennlinien sehr subjektive Eigenschaften haben, ne? Muss man ja sagen an der Stelle. Der eine legt es oben auf die Dochte der Candles, der nächste wieder an die Körper, so wie du es gemacht hast. Aber zumindest bestätigt sich ja gerade eine Reaktion an diesem Level. Ja, wie wir sehen. Die ganze Zeit hier, zack, 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 zack. Der Unterschied ist nur, dass die Jungs hier ganz gerne dann auch unsauber arbeiten. Eben mit solchen, man sieht es ja, mit solchen Lumpen hier oder mit solchen Dochten, dass so eine schrägen Linien, gerade Linien werden oft ganz sauber angelaufen und schräge Linien werden eben oft durch solche Dochte oder Lumpen verletzt. Klar, das ist ja auch die EMA 50 im Daily, ja, das mag ja sein. Aber wir handeln ja, oder wir sind Daytrader. Ich weiß, Dirk wird jetzt auch gleich wieder mit mir meckern und sagen, ach, die EMA 50 im Tageschart interessiert dich nicht. Nein, interessiert mich nicht. Aber auch nur, wenn ich mich selber auf bestimmte Indikationen, auf bestimmte Regeln konzentrieren will. Alles. Alles, was ich hier dazu nehme an Punkten, die ich beachten muss oder sonst irgendwas. Der hat gerade geschrieben, wie gut, dass ich dumm bin. Ach nee, wie gut, dass ich stumm bin. Sorry. Alles, was ich hier dazu nehme, würde die Leute nur verwirren. Und ich will es so einfach wie möglich haben. Also, weil das ist genau das Regelwerk, mit dem ich mal angefangen habe, Geld zu verdienen, mich zu disziplinieren. Einfach jetzt mal sitzen, die Füße stillhalten und dann so eine Nummer einfach aussitzen. Re nach Regelwerk einfach lernen, nach meinem Regelwerk eine Position rein, Stopp dahin, Stopp nachziehen und fertig. Ansonsten die Füße stillhalten, so wie das Regelwerk das auch verlangt. Und danach kann man eine ganze Menge dazulernen und auch sein Wissen irgendwo erweitern. Dann setzt man so eine Position hier ganz kalt, setzt seine Stops ein und dann kann man ganz entspannt mal im 4-Stunden-Chart oder so gucken und vielleicht sogar mal sehen, okay, da wird jetzt die Marke mal angelaufen, kann ich vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger werden oder sowas. Aber erstmal lernen, sich überhaupt nach Regeln sich überhaupt erstmal nach Regeln zu richten. Ne? Ja, Dirk hat vollkommen recht, schräge Linien sind was für schräge Typen. Diesen Spruch, ja, der kommt zurück. Die Erde ist rund, es kommt alles zurück, mein Lieber. Alles. Heiteres Geh wie gelassen, sage ich immer. Genauso sieht es aus. So, das Regelwerk haben wir ja festgelegt hier. 3 Punkte Stop, alle gut. Take Profit. Liegt zu tief. Da oben wollen wir als Ziel hin. Da würde ich nur mit dem Take Profit arbeiten. Wenn er jetzt hier hoch schießt und dann Break-Even ist, würde ich den Take Profit sogar rausnehmen, würde das Ding wieder laufen lassen. So wie wir das schon immer gesagt haben. Da, der Junge, der macht erstmal noch gar nicht viel und der hier auch nicht. Ne, Heinz aus Luxemburg. Ja, ich weiß, wo dein Haus wohnt.
Auch hier passiert nicht viel, deswegen sollen wir froh sein, dass wir hier im Eurowesen was zu tun haben. Und die Jungs, die hier mit aufs Knöpfchen drücken, sehen wir doch, gucke mal hier. Was hat er geschrieben? Danke, Thorsten, ich habe 99 Euro verdient. Siehste, 99 Euro eingenommen und nichts bezahlt. Ja, das sind mir die richtigen. Aber ich gönne es dir, dafür machen wir die ganze Showserie. Und wie heißt immer schön, geben ist seliger denn nehmen, ne? Ja, du wirst ja heute Abend auch einen Rotwein Das nehmen. geht So ist mit es Liebe. ja nicht, Thorsten, ne? Also ein Kostverächter bist du Ich heute Abend bestimmt will. nicht. Insofern, Ja. Oh, sorry, der Lutz hat gesagt, er hat 99 Punkte seit heute Morgen. 99 Punkte im Euro. ja. 99 Punkte im Euro. Das ist immer nett, Thorsten. Du sagst immer Ja. Punkte, dabei sind es doch Pips. Aber es spielt ja eigentlich keine Rolle, weil es um den Zählwert geht. Ja, genau, das kommt. Ich weiß, das ist eine Macke von mir, Ich weiß, dass ich immer Punkte sage. ist Also, halb so schlimm. ja, das ist ein. Ja, ich weiß. Oh, Giovanni ist auch hier. Mann, moin. Du kannst dich ruhig einschalten, wenn du möchtest. Dirk wird jetzt wahrscheinlich sagen, das ist eine von seinen vielen Macken. Aber Dirk ist ja Essen. So, SL auf DE, das hat er automatisch gemacht. Genauso ist es. Und ich sehe gerade, dass Giovanni hier dazugekommen ist. Moin, moin, mal nach hinten. Ich bin in deiner Heimat, mein Lieber. Okay. Sagt nichts. Ist ja auch nicht schlimm. Nee, man hört dich nicht. Okay, dann muss er noch mal ein bisschen was probieren. Und Oder jetzt? hört ihr Giovanni? Ich höre ihn nicht. Jetzt, Hallo, ja, hallo. jetzt hören wir dich. Ah, hallo zusammen. Erstmal herzlichen Glückwunsch Und zum Jubiläum. Buongiorno. Buongiorno. Glückwunsch zum 1111. Webinar. Da hast du ja Danke, schon mein fast so Lieber. viel, hast du ja schon fast so viele wie ich. Ha, ha, ha. Ich kürze Ja, es mal um eine nachmachen. Eins ab bei mir. Aber schön, schön, dass du da bist, dass du ein paar Ja, Minuten ich Zeit wollte euch genommen nicht hast. unterbrechen. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich war die ganze Zeit am Analysieren und am Erklären und ich habe fleißig mitgehört und nein, ich habe nicht mitgetradet. Hast du nicht? Nein, habe ich tatsächlich Oh, nicht. Junge. Ja. Mensch, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du doch mal mitmachen hier. Ja, ne? Dachte ich mir auch gerade. Ja. Aber sehr schön, schön, dass du da bist. Also Giovanni, wie lange kennen wir uns jetzt? 6 Jahre, 7 Jahre? Langt das? Ja, mindestens, ja. Und Giovanni war, glaube ich, einer der ersten, der sogar mal mein Regelwerk oder unser Regelwerk mal auf Aktien angewendet hat. Ich glaube, heute machst du das nicht mehr so aktiv, aber ich weiß, du hast das mal eine Zeit lang benutzt, ne? Naja, ich wollte mir anschauen, ob das auf Aktien funktioniert. Leider auf deutsche Aktien nicht machbar, da die einfach nicht so liquide sind, zumindest bis auf die paar Blue Chips, dass man das Regelwerk anwenden könnte, weil der Chart spricht da leider eine andere Sprache bei den Aktien. Aber ist ja schön, das auch mal zu wissen. Ich finde es auch interessant, wenn das mal einer ausprobiert und er sagt, du pass auf, ich kann mit dem Euro nichts anfangen. Ich bin ein reiner Aktienhändler, aber gib mal her, ich probiere das einfach mal. Und das spart mir natürlich auch die Arbeit, wenn man sagt, okay, ich muss nicht alles selber machen, ne? Also nicht wie zu Hause, wo ich alles selber machen muss. Oder wie bei uns in der Firma, obwohl ich immer sage, und meine Firma kann nur einen Faulen vertragen und der bin ich. Aber finde ich ja schön, wenn jemand uns solche Sachen abnimmt. Das war in dem Fall Giovanni, hat mich immerhin gelehrt, dass ich mit Aktien solche Geschichten nicht machen werde. Aber Aktien, habe ich auch gemerkt, ist nicht mehr meine Welt. Ja, aber da sieht man doch, wie schön es ist, oder wie schön der Markt ist. Jeder findet irgendwo seine Instrumente oder seine Werte zum Handeln, wo er sich dann am Ende wohlfühlt. Und da haben wir doch wieder die Vielseitigkeit. Klar, im Devisenbereich kommt noch dazu, dass man das wunderschön nach Feierabend machen kann, wenn man Lust hat, sogar die ganze Nacht, ja.
Aktien natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, dafür bewegen sich auch Aktien anders. Unter anderem sind sie halt stark newslastig und da kommt natürlich, da kann so eine News wie heute bei der Rocket Internet Aktie das Ganze natürlich um ein paar Prozentchen bewegen. Und wenn man da schnell genug dabei ist, ja, dann hat man auch seine Schäfchen ins Trockene gebracht am Ende des Tages. Also mein Lieber, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt du bist, aber ich bin Mitte 15. Ich mache nachts was anderes. Ja, es gibt aber tatsächlich Leute, die sind so börsenverrückt, beziehungsweise der Trading-Virus hat sie so sehr gepackt, dass sie doch tatsächlich auch nachts handeln. Ja, solche gibt es. Ja, schön. Dann können die ja das vorbereiten, dass wir sehen. Können die ja nachts das in den Markt geben, dass wir uns den Tag überholen können, oder? Genau. Finde ich eine sehr gute Idee. Sehr schön, dass du da bist, mein Lieber. Sehr, sehr Gerne schön. doch. Sehr, sehr gerne. Ja, Ja, auch Grüße seitens also zum VFD an dieser Stelle, ne? An den Giovanni, ne? Grüße zurück natürlich. Ich habe gestern noch mit Lars gesprochen und ja, habe ihm aber nichts erzählt, dass ich heute hier bin. Aber gestern hatte ich ihn noch am Telefon. Ah, genau, ich weiß, ihr habt da schon auch eine lange Connection miteinander. Das ist auch gut so und schön so an der Stelle. Also insofern, willkommen, dass du heute als kleiner Überraschungsgast sozusagen dazugestoßen bist. Und ja, bin mal gespannt, was du uns sozusagen noch mitliefern kannst. Aber erstmal die Intention dessen, dass das System nicht auf Aktien anwendbar ist, ist ja schon mal ein wichtiges Gimmick. Und die Vielseitigkeit des Marktes natürlich gleichzeitig unterstrichen wird, ist super, weil jeder findet so doch so sein Vehikel oder seine Instrumente. Und im asiatischen Handel, wir wissen alle, Japan ist wirklich auch Forex verrückt, auch CFD verrückt mit der größte Markt, was das angeht. Also da muss man einfach sagen, die Japaner drehen da auch schon ihr Rad. Und das natürlich aus europäischer Sicht gesehen mitten in der Nacht. So ist das. Die Japaner Ja. sind einfach mal, Japaner und Chinesen sind einfach mal auf gut Deutsch ein Zockervolk. Ja, egal ob das CFDs, Glücksspiele oder Bitcoins momentan sind. Ja, gut, liegt natürlich auch an der Größe der Population. Ja, und ja, die sind da auch sehr, sehr aktiv, haben auch teilweise extrem gute Technologien im Einsatz. Und diverse Wettbewerbe, die momentan auch laufen, zeigen es ja, dass da immer wieder auf den vorderen Plätzen Trader aus dem asiatischen Raum sind. Ja, also Absolut. irgendwie ja, haben die da ein Händchen für. Definitiv, kann man nur unterstreichen. Ein Händchen für und wie du sagst, die Mentalität aus Fernost, dem Land der aufgehenden Sonne, ist da schon so, dass die da ja einfach einen Bock drauf haben oder auch eine Intention. Zumal sie die Candlestick, wie wir sie nutzen, wie der Thorsten es auch im Chart hat, die haben die ja schon vor 300 Jahren eingesetzt. Da wussten die Europäer noch nicht mal, was das überhaupt ist, so ein Candlestick. Ne? Das ist ja schon eine krasse Geschichte, wenn man sich das mal durch den Gedankenpool laufen lässt. Ja, absolut, ja. Aber Toshi, was ist los? Du sagst, Ziele abgearbeitet. Bist du soweit zufrieden? Du hältst dich jetzt ein bisschen zurück. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen zurückgehalten, weil wenn man schon so Huhn hat, dann muss man auch in die Klappe halten. Wir haben das, was ich immer nach meinen einfachen Tools mache, gehen wir mal zurück. Wir haben hier die erste Bewegung rausgeholt. Wir haben hier die zweite. Dadurch, dass das Ding weiter nach oben geschossen ist, unterstreicht das immer nur meine These, dass die zweite Bewegung größer ist als die dritte. Und das heißt, da die weiter geschossen ist, gehe ich mal davon aus, dass noch eine dritte Bewegung kommt. Und ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass die genau hier oben Richtung Roundmark geht und die eventuell sogar nach oben durchschießt, um in unser endgültiges Ziel hier oben zu laufen und den Zielbereich da oben zu holen. Jedenfalls läuft die Marke oder die Nummer jetzt genau so wie wir es in der Regel auch tagsüber handeln. Ich möchte nochmal unterstreichen, man sieht hier oben an der Nummer, man sieht es auch an dem Server hier oben, alles, was wir machen, ist live. Nichts in Demo, auch die Punkte, die wir vorhin versammelt haben, mit der kleinen Position, auch die sind live, damit muss man einfach leben. Aber wir haben die erste Bewegung, wir haben die zweite Bewegung, wir haben diesen Bruch hier oben, den haben wir genommen, um aufzustocken. Und jetzt lassen wir das Ding einfach laufen. Ziel ist da oben, es kann jetzt nichts mehr passieren. Wir sind bei 79 rein und der Stop liegt jetzt 2 Punkte im Gewinn. Das heißt, selbst alle Gebühren und so weiter mit allem drum und dran ist komplett eingefahren. Im schlechtesten Fall
ist die Nummer hier, wird das eine Nullnummer? Wie gesagt, heute Morgen haben wir 46 Punkte gemacht. Die sollen ja eigentlich für den Tag lang. Alles andere, was jetzt kommt, ist on the top. Ich bin so ein Mensch, der immer wieder Anläufe nimmt. So wie vorhin, auch als ich hier rausgeflogen bin, als er mich hier vorhin ausgestoppt hat. Das ist mir scheißegal. Ich gehe dann trotzdem, wenn das Regelwerk es zulässt, in die gleiche Richtung wieder rein. Von so einem Spike-Hill lasse ich mich doch lange nicht verrückt machen. Das ist, wenn ich abends in die Disse gegangen bin, also ich war ja auch mal jung, wird man nicht glauben, aber wenn ich früher in die Disse gegangen bin und habe von der ersten Frau einen Korb gekriegt, dann bin ich auch nicht mit einer hängenden Unterlippe nach Hause gegangen und habe gesagt, scheiße, jetzt sehe ich doch. Oder lasse ich doch die Finger von den Frauen. Nee, dann habe ich die nächste angegraben, ne? Sonst wäre ich heute nicht so glücklich verheiratet und das schon seit fast 20 Jahren. Was hast du gesagt? Sechs Kinder, habe ich das richtig im Ohr? Sechs Kinder großgezogen, ja. Ah ja, aber zwei Aber leibliche. keine Zwillinge dazwischen. Also nicht, dass hier einer auf die Idee kommt, so eine alte Flinte streut ja auch schon ein bisschen. Alles einzeln. Wir lassen die Position hier einfach mal laufen. Der baut jetzt hier wieder so eine Range auf. Wir werden das gleiche Spiel eventuell wieder sehen, was wir eben schon mal hatten. Es könnte durchaus sein, dass ich jetzt hier eine Weile so eine Range bastel und drin rumtun. Wir können uns mal ganz kurz jetzt vom Euro entfernen und zum Dow gehen. So, und demnach der Dow, der müsste hier nach unten fallen, nach meinem Regelwerk. Ah, siehst du, jetzt hat das Ja, automatisch genau, integriert immer so. sozusagen, ne? Richtig. Dieses Tool zeigt jetzt seit 14:30 Uhr Serverzeit, also seit 15:30 Uhr zeigt es die beiden Balken an und wir unten in diesem Bereich bei der 22,280 so circa, soll er noch 20 Punkte fallen. Hier unten eine saubere Umkehr basteln, eine saubere Umkehr würden wir dann nehmen, von der 80 dann hochzulaufen, ist eine 20, also 40 Punkte rauszukitzeln. Aber es muss sauber sein und das hier ist es jetzt alles andere als sauber, was aber auch diesem Krepel hier geschuldet sein kann, den ich jetzt eigentlich die DAX nennen müsste, weil so zickig wie der ist, ist das kein der, das ist eine die. Bin ich mir sicher. Ziemlich So, sicher. so, 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 so. Das ist ja meine Annahme. Also im weitläufigen Gebrauch sagt man ja der DAX, aber dass es ein Mädel ist mit der Zickigkeit, ja, mag gut sein. Ich habe eine Frage im Chat, Wilfried. Thorsten, ich greife die gerade mal auf, wo man um 7 Uhr morgens schon handeln Ja. kann. Wilfried, der Devisenhandel, der ist ein 24-Stunden-Handel. Deswegen sagte ja auch Giovanni vorhin mit dem asiatischen Raum oder die Nachthändler, gerade die Yen-Pairs, also die Währungen aus dem östlichen Bereich unserer Weltkugel, wenn man es mal so sieht, die sind hier in der Nacht 1, 2, 3 Uhr richtig aktiv, gerade wenn da auch die News über den Ether schwirren. Und bei JFD Brokers hast du hier den Interbankenzugang an den echten Interbankenmarkt und da geht der Handel sogar sonntags 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit los und das geht dann rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, inklusive die Extrastunde vom Sonntag bis zum Freitagabend. Und dann ist Wochenendpause, das ist dann die einzigste Pause tatsächlich. Und Wilfried, wahrscheinlich hast du bislang nur, ich sag's mal, Zertifikate oder Optionsscheine und dergleichen gehandelt. Und ja, die haben natürlich begrenzte Handelszeiten auf ihre Emittenten und Börsen bezogen. Aber der reale Forex-Markt, der reale Zugang zum echten Markt, so wie ich es mal nenne, der hat 24 Stunden geöffnet. Und dann kannst du, wie es eben auch Thorsten macht, schon um 7 Uhr mit dem Euro Pro sozusagen angreifen. Gut, Euro ansonsten hier weiter im Lauf, also gemäß deiner Prognose, das klappt Ja. ja heute wieder messerscharf, muss ich sagen, Thorsten. Also das ist mustergültig. Also heute Morgen, das war schon mal ein Sahnetreffer und da knüpfst du auch direkt jetzt hier wieder an, muss schon sagen, starke Vorstellung an dieser Stelle. Aber Leute, das ist wie gesagt hier natürlich ein Idealszenario. Es gibt aber auch Tage natürlich, wo der Stop eben auch mal gefischt wird, beziehungsweise vorhin bist du ja auch mal rausgeflogen aus der Ja. Position. Das darf man nicht vergessen an dieser Stelle, ne? Das ist ja keine Geldmaschine nach dem Motto, ich Also ziehe wo jeden Tag meine 400, 500 € aus dem Markt. Nein, wofür ich sau dankbar bin, ist, dass er in beide Male auch wirklich zeigt, dass man dranbleiben muss. Heute Morgen das Szenario, wo er mich hier unten rausgeschmissen hat. Gut, dann bin ich break-even rausgeflogen, mit 2 Punkten oder mit 3 Punkten. Aber wie gesagt, keine Angst vor großen Tieren. Zack, Nummer, wieder Regelwerk, immer wieder rein, immer wieder rein, immer wieder rein. Hier vorhin genau das gleiche Szenario, Regelwerk, Stop gesetzt, geholt, Umkehrformation. Nach meinem Regelwerk funktioniert wieder, also gleiche Nummer. Wieder rein, wieder rein,
Wenn ich mir jetzt die Nummer mal ziehe, wir waren jetzt hier im Hoch bei 92, 93, wir haben Tagessieg von 12, 13 Punkten, sind bei 79 rein, also mit der schon aufgestockt, bei 79 rein bis zur 92, 93 Tagesziel. Zack. Cut. Fertig. Da hat man sein Tagesziel drin, die 13 Punkte, 3 Standardlot, $390. Wer damit nicht zurechtkommt, soll das Getränk wechseln. So einfach ist das. Also ich bin dankbar, dass es jetzt nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern dass man hier auch ganz genau sieht, dass man auch zwischendurch mal rausfliegt. Man muss nur die Eier in der Hose haben, dann auch wieder auf den Knopf zu drücken, die ganze Geschichte nochmal zu bringen. Einfach nochmal, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Sechsmal drei, Junge. Ja, genau. Die Leute fragen mich immer, hast du Kinder? Sage ich immer, ja, 12 und 13. Junge oder Mädchen? Ja, 12 Jungs, 13 Mädchen. Können Sie bitte nochmal zu dem Angebot mit dem, ich lasse das Ding hier mal laufen und ich kriege gerade den Hinweis, dass der Dow in die Range läuft. Ja, der läuft in die Range, der hat einen Spike nach unten gemacht, ist vollkommen richtig. Ich habe das hier auf einem anderen Schirm nebenbei mit im Blick. Aber ich muss mich da drüber einstoppen lassen, wäre hier im negativen CRV. Also er muss hier runterlaufen, muss mir hier eine kleine Umkehr basteln. Eher mache ich da nichts. Könnt ihr bitte nochmal das Angebot mit dem Analyse und Analyse 2 erklären? Ja, kann ich. Ich bin ja der Erklärbär. Also, es gibt bei uns die sogenannte Produktanalyse-Webinar. Und dieses Analyse-Webinar haben wir gemacht oder zeigen wir, welche Mittel wir anwenden, welche Indikationen oder welche Hilfsmittel im Chart benutzen wir überhaupt und wie wenden wir die an und zeigen das auch in der Praxis. Wir benutzen die einfachsten Mittel und das ist genau das, was die meisten Leute verlernt haben. Dazu gibt es die Analysewebinare. Diese Analysewebinare hier bringen die ganzen Grundlagen. Das sind 5 Webinare, 1,5 oder 2 Stunden. Das Material, was wir da benutzt haben in diesen Webinaren, liegt hier mit im Account zum Runterladen. Da Teil 1 vom 28.10., da ist die PDF, da ist Teil 2, da ist die PDF, da ist Teil 3, da ist die PDF, Teil 4, da ist die PDF. Und Teil 5 sind dann Hausaufgaben. Die Auflösung bin ich leider noch ein bisschen schuldig. So, das heißt, das sind unsere Analysewebinare. Wer das möchte, und das ist mein Danke an alle, die das möchten oder die uns da so treu gefolgt sind, irgendwie muss man noch ein bisschen was raustun. Dem biete ich jetzt einfach an, wer jetzt die Analyse-Webinare 1 bucht, die kosten einmalig 100 € für alle zusammen, dem schalte ich die Analyse 2, das ist die Fortsetzung davon. Auch mit der PDF dazu, dem würde ich die Analyse 2 kostenlos freischalten. Also 2 bekommen und 1 bezahlen. Die Analyse 2, also was auf die 1 aufbaut, das ist eine Fortsetzung mit Formation und mit Trend und mit Fibo und so weiter. Das sind Sachen, die wir dort abarbeiten. Die kann man dann dort live besuchen und bis dahin müsste man die Aufzeichnung ziehen und müsste sich die anschauen. So als Dankeschön, das heißt einmal zahlen und zweimal buchen. Oder wie war das? Das ist so wie Türkei-Urlaub. Die haben ja im Moment gerade Superlastminute, ne? Eine Woche bezahlen und 20 Jahre bleiben, ne? Oder wie war das? Achtung, der Dow läuft in die Range. Ja, danke, Ulrich, habe ich ja gesehen. Ist aber nicht für unsere Handelsart. Das hat nicht funktioniert. Selbst wenn ich den jetzt runterbreche in den 1 Minuten, komm, selbst da hätte das Ding, ja doch, wäre im 1 Minuten so einer wie unser Georg, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, ihr da. Der lässt sich nach dem 1-Minuten-Chart danach einstoppen. Wir sehen sauber in den Einstiegsbereich da oben drüber. Profis, die machen das auch, die gehen von 5 Minuten in den 1-Minuten-Chart runter. Du wahrscheinlich auch, Ulrich, oder? Uli G., ich glaube, aus Berlin kommst du, wenn mich nicht alles täuscht. Da oben drüber einstoppen lassen und da raus, dann ist man, wieso? Mein Gedächtnis funktioniert noch.
bei der 90 rein und dann hier oben bei der 24 raus, sind 34, 35 Punkte. Hätte, könnte, würde funktionieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich bin hier auch noch im Euro etwas gefangen. Wir kommen jetzt hier wieder in die gleiche Situation. Ich mache jetzt einfach mal diesen. So, gehe mit der doppelten Position wieder auf 6 Punkte in den Gewinn und lass jetzt den lieben Gott, den lieben Mann, wenn man da hochschießt, dann gehen wir da oben eben mit irgendwie 30 Punkten oder 25 Punkten raus und im schlechtesten Fall gehen wir mit knapp 6 Punkten raus. Das soll dann auch für mich jedenfalls für heute auch genug sein. Also von der Performance bin ich mehr als zufrieden. Der erste Trade ging mit 2 Punkten Gewinn raus, der dritte mit doppelte Position und insgesamt, glaube ich, 46 Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der zweite ging voll mit 5,3, 5,4 Verlust raus und der hier geht auch wieder verdoppelt mit 5,7 Gewinn raus. Die Performance, glaube ich, damit muss man sich nicht verstecken und alles nach unseren Regelwerken, nach unseren Zielbereichen oder nach Euro Pro live aus dem Chart gezockt. So. Damit man sieht, wie DAO Pro funktioniert, schreibt euch einfach den Zielbereich auf. Der geht von der 26 bis zur 22, diese 4 Punkte. Wenn er da oben reinläuft, dann sollte man diese Position noch glattstellen. Wir haben hier ein neues Hoch. Demnach gehört der Stop jetzt auf jeden Fall Break-Even hier unter diese Kante. Da würde ich ihn jetzt hinlegen. Dahin 93 oder 2-3 Punkte in den Gewinn und da oben raus, dann pullt man sich dann mal 3-4 Punkte aus dem Markt. Der DAX zickt immer noch rum, so wie er schon den ganzen Tag getan hat. Und hier dümpeln wir wieder in der Range rum, obwohl die Amis schon im Markt sind. Wir haben es schon 15.45 Uhr und trotzdem ist die letzten 15 Minuten da seit 15.30 Uhr nichts passiert. Der dümpelt rum zwischen der 85 und der 95 in der 10-Punkte-Range und das, obwohl die Amis im Markt sind. Das ist eine schwache Kür. Aber wir machen die Märkte nicht. Ich sage mal, solange sich der Markt nicht nach uns richtet, also noch nicht, ne? Solange ist es besser, wenn wir uns nach dem Markt richten und unseren Handelsstil dem Markt einfach anpassen. Und ich glaube, das konnten wir hier relativ gut rüberbringen, auch wenn mein Freund Dirk da manchmal anderer Meinung ist. Aber das ist, Dirk, der haut hier oben jetzt wahrscheinlich eine Short-Position nach der anderen rein. All in. Nur um meine Long-Position hier abzufangen. Dirk, man muss auch gönnen können. Ich würde ja was sagen, aber hier ist leider so furchtbar laut. Nein, das stimmt nicht. Ich bin immer noch long im Euro. Ich möchte nämlich ebenfalls die 1,1805 haben. Ja, dann willkommen im Club. Dirk stand gerade bei Lidl an der Kasse, glaube ich. Nee, der geht jetzt zu Edeka. Aber in dem Fall hat er sich, sag ich mal, Suppenküche. Suppenküche, ja. Hier fahren wir auf Straßenbahn vorbei. Und das ist so ein bisschen anstrengend, glaube ich, für die Zuhörer. Ach so, ich dachte, du sitzt in der Straßenbahn, dass ich dich gerade wieder beim Schwarzfahren erwischt habe. Thorsten, du kannst es nicht nehmen. Das war heute Morgen. Genau. Okay. Ich glaube, viel mehr gibt es hier im Moment zu den Märkten nicht zwingend zu sagen. Guck mal da. Jetzt wird aber ein Kotzen. Nämlich mich. Ja, wir werden mal sehen, ob das wieder. Willst du uns, also das hast du ja vorhin gesagt, dein Boxsystem hier abgeleitet auf Grund gewisser Prinzipien. Verrätst du uns nicht, aber das aktiviert sich immer 15:30 Punkt genau. Also nicht vorher, sondern das orientiert sich genau. Mit dem Opening, okay? Kick genau. Mit der Eröffnung der 15:30 Kerze werden diese Balken angezeigt und dann soll er genau in diesen Einstiegsbereich laufen. In diesem Einstiegsbereich soll er uns eine Umkehrformation bringen. Besser in 5 Minuten. Wir sehen, in 5 Minuten wäre es scheiße gewesen. In 1 Minuten ist es genial. Saubere Umkehr. Ich glaube, Ulrich, der ärgert sich jetzt genauso. Ich weiß aber, wahrscheinlich Georg hat das Ding wahrscheinlich piekgenau gehandelt. Wir sehen rein, Umkehr.
da in den Markt über der 90 und zack, genau, aber auf den Tick genau in den Zielbereich, Umkehr und jetzt fängt er wieder an, nach unten zu korrigieren. Und Thorsten, eine Frage. Also viel mehr brauche ich zum... Thorsten, noch kurze Frage, dass du da eine, also du sagst ja eine Umkehr in diesem Bereich, dass du da aber spekulativ eine Pending reinlegst, sozusagen dann, wenn er denn da runter dippt, sozusagen so in der Range, oben an der Kante, Mitte und unten an der Kante, drei Orders irgendwie, wenn er in den Bereich reinspuckt, dass man sich sozusagen mit einer Pending Order abholen lässt, oder willst du da wirklich immer so eine Candle-Umkehrbewegung haben? Guck mal da. Mhm. Das war gestern. Da hat er diese Nummer gar nicht geholt. Mhm. Da hat er ganz knapp da drunter gebremst. Da hätte mir das Ding überhaupt nichts genützt. Und wenn wir das mal umgedreht hätten, wenn das jetzt der Einstiegsbereich gewesen wäre und wir wären auf Long gebürstet, dann wäre hier durchgekachelt. Der hätte hier jetzt eine Nummer geholt und wäre hier durchgekachelt. Wie blöd. Mhm. Also, okay, Ulrich hat es gerade auf den Punkt gebracht. Nee, ich ärgere mich nicht. Ich bewundere deine Arbeit und deine Dow-Strategie. Danke für die Blumen. Also, da man sieht auf den Tick genau, und Thorsten hat es mir gerade nochmal bestätigt, Thorsten mit H, also ein richtiger Thorsten, ne? Da, wir sehen auf den Tick genau da reingelaufen, Umkehrformation, und jetzt ist mein Regelwerk beendet. Ab jetzt beachte ich den Dow nicht mehr. Wenn diese Range hier weit genug auseinander ist, sind die jetzt wesentlich größer, nicht nur 40 Punkte, sondern vielleicht 100 Punkte oder so, und der wäre dann da reingelaufen, würde ich meinen Stop auf 30, 40 Punkte in den Gewinn ziehen und sagen, okay, vielleicht haben wir auch einen Trend. So wie heute, hier in diesem Fall, heißt es ganz klar, da rein, da raus. Ich glaube, viel besser als das hier heute im Live zu präsentieren, ich glaube, viel besser geht es kaum, oder? Nee, muss ich schon sagen. Das ist, als hättest du ein kleines Movie gedreht sozusagen und kennst sozusagen schon den Film als solches und spulst dir einfach nur ab. Also das ist schon buchstäblich mustergültig. Ja, und dafür braucht man nichts können. Man muss das Regelwerk einfach durchlesen, man guckt sich das einfach an und sagt, okay, das ist der Einstiegsbereich. Wenn der durchschlagen wird, dann haben wir hier unten noch einen zweiten. Das passiert oft, wenn die Range hier ziemlich schmal ist, dann kann das passieren, dass er den ersten durchschlägt. Wenn er hier praktisch durchballert und dann hier runterläuft, dann hat er hier den zweiten Einstiegsbereich, dann kann er da rein und dann sollte er hier die Umkehr liefern und dann geht man da hin. Long-Zielbereich bleibt trotzdem genau der gleiche. Da gucke, da ist unser Georg, der sich gerade meldet. Ich glaube, der wischt jetzt gerade den Schweiß von der Stirn, weil er nämlich, Georg, wir haben vorhin gerade über dich gesprochen oder ich hab vorhin über dich geplaudert. Aber nur Gutes. Und ich gehe mal davon aus, aber eine ehrliche Antwort, Georg, ich gehe mal davon aus, dass du das Dow-Ding gerade durchgezogen hast, oder? Deswegen machst du hier nichts zu sehen oder zu hören, oder? Bevor die Antwort kommt, ganz kurz, Thorsten, hast du einen Timestop, wenn der jetzt nicht den Zielbereich erreicht und du sozusagen da rumdümpelst, machst du den vorm US-Close zu oder machst du den nach, weiß ich nicht, nach 30 Ein-Minuten-Perioden-Kerzen zu oder gibt's da eine Regel dahingehend, die du uns mal sozusagen wissen lassen kannst? Ja. Gucke, da fängt die Nummer an aufzuhören, da fängt der Balken auch auf, da hört der Balken auf. Aha, um 23 Uhr, also nachts um 0 Uhr, spätestens da. Also man sollte darauf achten, dass man in der Regel, wenn die Luft nachher rausgeht, so ab 21, 22 Uhr, ab 21 Uhr sind die Jungs in der Regel mit ihrem Setup durch, dann werden Positionen glattgestellt, dann kommt wieder in die Gegend. Also da sollte man nachher vorsichtig werden, auf jeden Fall die Stops enger ranziehen, auch wenn die Nummer eben nicht aufgegangen ist. Dann sollte man anfangen, die Dinge auf jeden Fall eng abzusichern. Mhm. Siehst du, Georg sagt gerade, ja, er war so frei, ich hab's gewusst. Georg, unser Daumen. Also, ich gehe mal davon aus, Georg, du hast glattgestellt, hast wahrscheinlich deine 30 Punkte oder was weiß ich daraus geholt, kann das sein? Giovanni sagt gerade, er macht sich wieder ans Werk. Giovanni, sag nochmal danke und schön, danke für deinen kurzen Besuch. Vielen, vielen Dank. Ich bin da. Bist du jetzt fertig? So. Wo bin ich das? Was war das jetzt? Das war der hallende Dirk. Genau. Das ist in der Kirche gerade.
So, sorry, wenn ich hier kurz ein bisschen Alarm gemacht habe. Nee, ich bin nur gerade jetzt zurückgekommen. Gab es eine Frage an mich, die ich irgendwie beantworten sollte? Nö. Ja, dann kann ich ja wieder gehen. Ja, dann habe ich alles. Dirk, hast du heute den DAX gehandelt während deines Beiseins hier bei uns in der Morning Session? Also hast du den DAX, der war ja heute wieder ein bisschen biestig dahingehend, also hat natürlich Momentum bewiesen, aber du hast tatsächlich heute Morgen da schon wieder rumgeschnipselt bei den eigentlich wenigen Punkten, die es ja eigentlich gab, oder? Ja, ich war heute Morgen tatsächlich mal long und dann auch mal short. Short hat nicht so viel gebracht. Das war mehr oder weniger plus minus null. Und jetzt tatsächlich noch mal long, also zumindest mal hier während der Eröffnungs, während der halben Stunde jetzt zumindest erstmal. Mhm. Und Euro auch long, immer noch. Und DAX sehe ich halt, also ich war vorhin mal irgendwie kurz geneigt zu shorten, habe ich ja gerade gesagt auch. Und aber das ist keine Stelle, wo der dreht einfach. Das ist viel zu offensichtlich hier. Und ich sehe den eigentlich eher im Bereich 750. Und weil das natürlich hier auch prädestiniert ist, damit da oben nochmal Stops abgeschossen werden. Und passt auch ansonsten zu dem, was ich da halt auch die ganze Zeit auf dem Schirm habe. Und also oft ist ja auch irgendwie so die Einstellung, Euro und DAX Long gleichzeitig geht nicht. Geht ja, sieht man ja. Ne? Also das hält mich jetzt auch nicht ab davon. Mhm. So, hat er recht, ne? Mhm. Wo er recht hat er recht, muss man ihn auch mal lassen, gibt's ne? Nix, da gibt es nichts dran zu reden. Fragt, aber. Gerade ihr zwei, liebe Webinar-Teilnehmer, ihr merkt es schon, der Thorsten und der Dirk, die haben sich auf eine gewisse Weise sehr, sehr gern. Ne? Ich kann ihn überhaupt nicht leiden, den Vogel. Also ich habe genau deswegen vorhin betont, dass ich hetero bin. Ja, ja. Zumal Dirk in Köln wohnt. Klar. Olle Schmutze. Männers. Ihr seid schon wieder. Aber süß, dass ihr hier an die 1.1805 glaubt sozusagen. Der Euro bleibt, wie gesagt, in der Fahre, ne? in der Fahrspur. Also wie gesagt, da muss man sagen, Dirk, du warst heute Morgen auch live dabei, bis jetzt unverändert die ganze Zeit live dabei. Das ist schon ein Fahrplan, wo Thorsten hier schon wieder auflegt. Ne? Das ist also... auch wir hatten bei unseren Live-Events wirklich immer einen guten Lauf, wo man auch sagt, der Markt hat sich da an die Regeln gehalten, die man sozusagen hat und als, ich sag's mal, Skizze oder als Idee vorlebt, dass der Markt dahin läuft. Und wenn er es denn tut, ist es ja umso schöner. Aber dass man das natürlich ja alles live erlebt, ist eine wahre Pracht. Warten wir mal, ob er wirklich die 1,18 abholt, ne? Ja, also ich war heute Morgen auch leicht erstaunt, weil ich war heute Morgen zuerst mal short. Ich dachte, der geht da unten nochmal durch, weil ich die ganzen Tage auch schon short war, der Thorsten ja auch. Und ich habe das bis jetzt für nicht mehr als einen netten Versuch gehalten, da nochmal nach oben auszubrechen. Was ja auch erstmal, also wenn man von der Großwetterlage ausgeht, also ich bin immer eher im 4-Stunden- und im Tageschart unterwegs. Mhm. Und der Thorsten ja doch eher in den unteren Timeframes. Dann hat er natürlich dann halt schon mal irgendwie die besseren Entries. Also was heißt, ich bin sonst auch in den kleineren Timeframes unterwegs. Nur hier war jetzt für mich einfach ausschlaggebend, was passiert oberhalb. Und deswegen war das jetzt erstmal nur ein netter Versuch, aber der ist ja echt extrem gut aufgegangen. Also Hut ab für das, was der Thorsten heute Morgen abgeliefert hat. Kann man nicht anders sagen. Ja, doch. Danke, also danke für die Blumen. Also, nee, danke für die Blumen. Du hast eben jeder seins. Und das ist ja genau die Geschichte, so wie du durch den DAX fegst. Das sind für mich böhmische Wälder. Das ist nicht meine Welt. Das ist. Aber so hat eben jeder sein. Das ist auch das Gute. Und ich glaube, das ist auch genau die Geschichte, die uns ja irgendwo da zusammenhält. Jeder hat seinen eigenen Ziel. Und so befruchtet man sich gegenseitig. Und ihr da draußen jetzt nicht wieder irgendwas Falsches reininterpretieren. Ne? Nur weil Dirk aus Köln ist, heißt das befruchten, heißt trotzdem in Gänsefüßchen befruchten. Ne? Ja, schön. Ja. Ich weiß nicht, was der Thorsten heute für eine Pille geschluckt hat, Dirk. Hey, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, eine halbe blaue. Naja, ne, blaue, gell? Hallo zusammen, kann man denn diese DAO-Strategie kaufen? Fragt der Ottmar und der Ottmar soll auch darauf direkt eine Antwort kriegen. Man geht hier in den Shop, bop, bop. Dort im Shop gibt es die DAO-Pro-Strategie, da ist sie. Da ist auch nochmal beschrieben. Und danach findet man, wenn man die dann gekauft hat, findet man DAO Pro unter deine Produkte. Und unter deine Produkte, dort findet man dann das Handbuch
und das Handbuch für auf dem Nanotrader. Es gibt ja noch ein paar, die dort handeln, aber hier gibt es jetzt das Handbuch Dow Pro auf dem Stereotrader bei Forex Pro und dort kann man downloaden, wenn man es dann erworben hat. Das ist ein vollautomatischer Prozess bei uns. Dort kann man es kaufen und Ordner, ich glaube, du warst ja schon mal bei mir im Shop, aber ich glaube, du hattest, guck mal, mit PayPal oder so. Irgendwas war da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kannst ruhig ja oder nein sagen. So, wir haben es jetzt 16 Uhr. Ich will die 16 Uhr Kerze mal noch abwarten, die Eröffnung der Kerze, weil die sollte in der Regel noch mal einen Schub bringen. Und oft wird dann dieses Szenario, was wir jetzt haben, nämlich dann beendet, dass er jetzt hochgeht bis an die 0506. So, ich benutze da immer ganz gerne mal die 5-Minuten-Kerze und die letzten Sekunden der 5-Minuten-Kerze sind für mich dann immer ausschlaggebend. Das sind in dem Fall jetzt auch die letzten Sekunden der 1-Minuten-Kerze. Und wenn die jetzt da oben diese Marke hier knackt mit der Eröffnung, dann dürfte das jetzt gleich einen Schub geben. Ja, siehst du, Ordner, meine grauen Zellen funktionieren noch. Mensch, Thorsten, du wusstest ja auch, dass der Kamerad Wars Ulrich aus Berlin kommt. Also wenn du jeden Kunden mit Hausnummer und Wohnort und Straße kennst, dann Hut ab, dein Hirn läuft da wirklich noch auf Hochtouren. Und jetzt haben wir ja die Redezeit. Ich kann dir sogar sagen, dass unser Georg, der hier vorhin bestätigt hat, dass er den Dow Pro handelt, dass der vom 11. bis 13. Juni 2012 war der bei uns im Seminar und er hat in der ersten Reihe, aus meiner Sicht, erste Reihe vorne links außen gesessen. Meine Güte, das weiß wahrscheinlich der ein oder andere Teilnehmer noch nicht mal, aber Hut ab, Torsti, du zeichnest dir bestimmt nach den Seminaren kleine Skizzen, um das alles zu behalten, glaub mir. Ja, genau, das kann man ja auch machen, so nach 80 oder 100 Seminaren, die man gemacht hat. Durchaus. Nein, durchaus. Quatsch, ich versuche mir, mich immer in die Leute reinzudenken, da ich alle Gespräche, alle Telefonate mit allen Kunden, alle Leute, die bei uns Kunde sind, alle Telefonate selber führe, merke ich mir auch sehr viel und kann mir auch sehr viel in die Geschichten reindenken. Deswegen sage ich immer, wir begleiten. Deswegen mag ich auch diesen Begriff Coaching. Wir begleiten eher, ich bin froh, auch manchmal die Hintergründe von den Händlern zu wissen, auch manchmal zu erfahren, dass sie irgendwo anders gewesen sind, sehr viel Geld dort verbrannt haben oder irgendjemand Geld in den sogenannten Allerwertesten geschoben haben und es eigentlich bereut haben, weil sie irgendwo blind hinterher rennen wollten. Also wenn man die Geschichte hinter oder das Schicksal hinter manchen Händlern sieht, die schon 3-4 Jahre im Markt sind und nichts gerissen kriegen, dann kann man da auch ganz anders miteinander arbeiten. Man kann die Leute auch ganz anders anfassen. Deswegen arbeiten wir so. Deswegen ist es mir auch wichtig, die Leute fragen, ist das jetzt wichtig, muss ich jetzt bei dir ein Seminar buchen? Nein, musst du nicht. Vor allen Dingen fragt ihr da den Falschen. Ich sage immer, fragt lieber Kunden von uns, die im Seminar gewesen sind, oder guckt einfach bei uns ins Gästebuch. Das Gästebuch ist bei uns hier zu finden. Hoffe ich jedenfalls. Da ist unser Gästebuch und eins versichere ich euch. Dieses Gästebuch hat 161 Beiträge und wir sehen, dass dieses Gästebuch geführt wird seit, guck mal, da die kleine Sonja hat uns da 2010 was reingeschrieben, die haben wir heute Morgen gesprochen. Da seit 2010 führen wir dieses Gästebuch. In diesem Gästebuch ist nichts gefaked, nichts selber geschrieben und nichts zensiert. Alles, was er da drin findet, ist absolut echt. Dafür verwette ich mein Hintern. Belest euch einfach da. Fragt nicht mich, ob ihr ein Seminar buchen sollt. Wie heißt es immer so schön? Frage nie einen Friseur, ob du einen Haarschnitt brauchst. Das wäre Quatsch. Deswegen habe ich heute Morgen auch erklärt, welche Prioritäten oder was ich an Erwartungen an so ein Seminar habe. Das ist einmal, dass man richtig was lernt, dass man sich in die Augen guckt. Man kann nämlich danach auch viel besser miteinander arbeiten. Nächstes Seminar ist aber leider Gottes fast voll. Ich glaube, wir haben nur noch 2 Plätze. Mit Dirk, 11., 12., 13. November in Göttingen, ne? Hast du ja schon notiert, weiß ich. Was? Dirk schreibt nämlich so eine Termine immer mit. Was? Und merkt sich die immer so hervorragend. Wir haben einen Termin. Ist da nicht die BOT in dem Zeitraum? Ah, später. Das hat der Thorsten schon so kalkuliert. Die ist dann,
Ja, wie ist danach? Okay. Auch das noch. Ich muss schon wieder mit Göttingen fahren. Das war bis jetzt jedes Mal teuer, ne? Göttingen, für mich. Ich habe irgendwie, einmal habe ich mein Auto geschrottet auf der Rückfahrt. Das war schon mal nicht so nett. Und das andere Mal war auch irgendwas. Aber wir müssen da wirklich mal reden irgendwann. Ja, reden können wir. Habe ich früher schon gemacht. Früher, wenn ich in Disney hatte, habe ich auch mal gesagt, Mädchen, zieh dich aus, leg dich hin, wir müssen reden. Oh. Es ist so ein Sprücheklopper, es ist unfassbar. Ja, das nimmt er dann da. Ich glaube, er hat auch immer so ein kleines Dossier daneben liegen, ja, wo der Thorsten dann immer so, sagen wir mal, so ja, rauszieht. Ja, oder wie so ein Tageskalender. Nee, Spaß beiseite, Thorsten. Was vielleicht den einen oder anderen nochmal interessiert, jetzt kommt hier der Andi und sagt hier Stop-Loss nachziehen, Fragezeichen. So ein Big Picture, Thorsten. Ich weiß, dass du das bei dem Robinson Campus hat es ja damals auch so ein SKS-Webinar gemacht, lief ja super, oder inverse SKS war es ja damals. Wo siehst du denn, also ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen, sag ich mal, Blaupause, aber so zum Jahresende hin, siehst du den Euro da stärker werden gegen den Dollar oder meinst du, er hat so langsam sein Zenit erreicht? Wie ist denn so das Big Picture aus deiner Sicht, wenn man das mal so zusammenfassen kann? 1,30. Ah ja. Das ist immer eine Hausnummer. Also du gibst jetzt keine so. Monate an, um Gottes Willen, aber du sagst, der hat schon noch ein Stück weit Potenzial. Nein. Auf der Oberseite. Also, wir sind hier jetzt genau da, was ich vorhin gesagt habe, womit ich heute rechne. Das ist ein Galfing, stimmt. Ich habe gestern mit Dirk telefoniert. Wir haben gestern, war ich gerade am Strand spazieren, haben eine Weile gequatscht und gesagt, wenn wir einen Tagesschluss über der 1,1760 kriegen, dann werden wir weiter nach oben gehen. Die Priorität habe ich auch noch. Und wenn diese Nummer ja jetzt wirklich Früchte tragen sollte und wir hier long gehen und hier oben über die 1,1930 gehen, über die 1,1940, einen Tagesschlusskurs dort oben drüber, habe ich die 1,24 und dann drüber die 1,30 auf dem Deckel. So einfach ist das. Also zum Thema... wenn ich nur kurz was sagen darf, war ja gerade eingestreut von wegen Stop nachziehen, ne, im Euro. Genau. Ja. Ich hab den hier bei mir auf dem Automaten laufen, ne, also mit dem Stereo Trader. PLH Peak 5 Minuten, Trail Abstand 2 Punkte. Der läuft ganz sauber hinterher bis jetzt. Also ich habe den halt auch, ich habe den dort eingekauft, wo du vorhin gesagt hast, ja, muss ich mal einen Stop nachziehen. Oder wo der Chris gemeint hat, ich glaube, der geht dann noch runter. Dort bin ich long gegangen. Mhm. Und hat den seither ganz sauber nachgezogen. Also muss man sich eigentlich gar nicht viel Gedanken drum machen. Das nur mal so als Einwurf am Rande. Ja. Also der macht das wirklich sauber, weil ich meine, ist ja immer das Ding, wir wissen ja alle nicht, ob es so kommt, ja. Und wenn es nicht so kommt, dann hat man auf jeden Fall irgendwie vernünftigen Exit dann an der Stelle. Ja, so ein Trailstop, das ist natürlich das, was das DEO genau. Perfekt macht. Ne? Du hast da schon eine Automatisierung drin, einen Prozess, der natürlich mit dem einen oder anderen Add-on auch nachvollziehbar ist, aber das DEO Trader ist natürlich so eine Kombination. Ist definitiv nicht, muss ich jetzt hier sofort ein Veto einwerfen. Trailstops mag es ja viele geben, aber diesen Trailstop habe ich noch in keiner anderen Plattform gesehen, weil der halt ja auch ein bisschen intelligenter rangeht und eben nach Markttechnik läuft. Also beziehungsweise eine Mischung aus Markttechnik und Price Action. Das ist und richtig. Der zieht ja nicht einfach stupide hinterher, ne, sondern der führt den ja. Der das erklärt jetzt einiges. Der bemisst ja zum Beispiel halt die 5-Minuten-Kerze, guckt, ob die neues hoch gemacht hat, höher geschlossen hat oder ob es ein Innenstab ist und so weiter. Und dann zieht das Ding ja halt den Trading-Stop nach. Stimme ich dir also zu, das ist schon kein klassischer Trading-Stop. Bitte? Ist schon kein klassischer Trailing-Stop, wie eben viele machen, mit der Bewegung mitgehen, dann ohne die entsprechenden rücklaufenden Kerzen zu sehen, sondern der zieht eben stumpf 5 Pips nach jedes Mal oder wie auch. Ja, das bringt überhaupt nichts, gar nichts. Also das kann man ja auch im Backtest, also da sind wir auch wieder beim Stichwort History-Trading, das kann man ja auch einfach mal ausprobieren. Ja, wenn man den anwirft, dann sieht man halt einfach, man hat immer einen sauberen Exit. Oder ich sag mal, in 90% der Fälle, weil oft kann man echt, also zum Beispiel, es gibt da natürlich so Erfahrungswerte, zum Beispiel jetzt im DAX, wenn du dort mit dem Short bist, 15-Minuten-Chart, und wenn der gerissen wird, dann kannst du fast davon ausgehen, es gibt erstmal neue Hochs. Und Long ist es mit den 30 Minuten genau das gleiche, in Grün, da gibt es erstmal neue Tiefs. Mhm. Das ist also recht verlässlich. Das ist eigentlich fast nie so, dass man da gefischt wird und danach er sagt, ja, hätte es ja drin bleiben können. Wirklich fast nie. Wir machen das mal im History-Trading. Ja. Haben wir ja versprochen heute Morgen. Aber das erklärt jetzt alles. Ja klar, das ist ein intelligenter Stopp. Jetzt weiß ich auch, wo deine Intelligenz geblieben ist. Die hast du da reingegeben. Ne? Ich habe die schon immer vermisst. Ja, siehst du, das bisschen, was ich hatte, ist jetzt alles da drin zu finden.
Zumindest kann man es ja auch nutzen als Außenstehender. Meine Güte, das ist schon ein Mehrwert an die Nation, du Dirk. Da hast du mal einen rausgelassen jetzt. Ganz ja, es ist auch richtig, wenn ich dir da gerade so hart ins Wort gefallen bin. Nee. Aber ich muss es natürlich auch mal so ein bisschen verteidigen. Darfst da steckt das, ja schon ein bisschen mehr dahinter. Darfst das, auch zu Recht. Wir wollen nicht sagen, dass wir uns abgestimmt haben, dass das Drehbuch, du hast es zur richtigen Minute eingesetzt. Spaß beiseite, gibt es natürlich nicht. Das ist ja alles bei uns ad hoc in diesem Webinar. So live, wie der Thorsten seine Sprüche rausklopft, so live läuft das auch hier in der Diskussion ab. Und Trailingstop ist nicht gleich Trailingstop. Gerade eben mit einer Stück weit intelligenteren Software als eben stupides Nachziehen von gewissen fixen Punkten. Ja, das ist ganz klar. Also Stereo-Trader, wie gesagt, habt ihr auch die Möglichkeit bei uns zu erhalten auf JFD oder eben auch in Kombination mit Thorsten seiner Dienstleistung Forex Pro und Co. Oder eben auch, ich weiß gar nicht, hast du die Frage schon beantwortet? Den Stereo-Trader braucht man natürlich auch für die Dow-Strategie, weil die Inhalte der Dow-Strategie bzw. die Marken, die praktisch 15:30 gesetzt werden, kommen ja aus dem Stereo-Trader bzw. dem Algorithmus, den der Dirk / Thorsten seine Intention da drin verbraten hat. Also ohne den Stereo-Trader geht es nicht. Hast die Frage schon beantwortet vorhin, Thorsten? Ich glaube nicht, deswegen habe ich das jetzt einfach mal vorweggenommen. Nee, habe ich nicht. Siehst du? Ich will jetzt ein bisschen geizig werden hier. Mein Stop geht jetzt unter diese Hochs hier. Ich mache es in der Regel so, je weiter die Position vorne ist, desto geiziger werde ich. Und wir sehen, die Position ist jetzt auch mit der doppelten Größe bei knapp 15 Punkten abgesichert und dort oben würden wir dann rausknacken mit 20 Punkten oder 25 Punkten irgendwie, würden wir die Position dann schließen. Also jetzt ist mir völlig Banane, was da passiert. Ich würde jetzt auch da oben glatt stellen. Nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ich nehme den TP nämlich raus und lege da oben eine Limit Pullback hin. Zwei Stück. Weil wenn er jetzt da oben durchschießt, das können wir vielleicht sogar gleich mal sehen, wenn er das tun sollte. Mal gucken, ob er das macht. Na komm. Kurz reingespuckt hat er. Ja. Sauber. Also unsere Ziele, glaube ich, klar. Ich will mal eins jetzt nochmal Ihnen ganz kurz zeigen. Zielbereich ist bei 1,18035 und das High dieser Kerze bei 1,18004. Also 0,05 Punkte ist er dadurch. Nur um mal zu zeigen, wie unsere Zielbereiche auch funktionieren. Durchgeschossen, ich nenne mal bestätigt und dann Schwung auf geht. Und jetzt sollte er mit dem nachlaufenden Hoch, sollte er die Position dort schließen. Jetzt kommen auch schon die ersten Meldungen. Ulrich aus Berlin schreibt, danke Thorsten, 25 Pips gewonnen. Das heißt, gewonnen, das heißt verdient. Weil wir haben ja daran gearbeitet, also haben wir die auch verdient. Und das ist auch richtig. Und ich sag mal, Glückwunsch Ulrich. Und ich werde jetzt mal, ich weiß nicht, wie viele Leute heute Morgen da waren, die jetzt auch hier sind, weil ich würde nämlich ganz gerne gleich mal zum Abschluss noch eine kleine Umfrage machen. Hallo Thorsten, wieder mal ein tolles Video. Ich mache mal die Umfrage. So. So. Wir haben sie heute abgeschnitten. So. Jetzt dürft ihr da mal eure Kreuzchen machen. Bitte, damit wir auch mal da was rausziehen können. Ich beantworte derzeit mal die Fragen. Also Ulrich, danke, 25 Tipps. Christian schreibt, hallo Thorsten, wieder mal ein tolles Webinar. Habe leider wieder mal die Hälfte von heute Morgen in den Markt gegeben. Habe jetzt wieder mit zwei Lot mit knapp 300 Euro vorne. Siehst du, so macht man das. Danke. Peter K., ebenfalls 25 Punkte. Ich glaube, der war heute Morgen auch schon dabei. Und Andy S. sagt 44,2 Punkte. Wann geht eigentlich Anlese 2 weiter, schreibt der Georg, habe ich heute Morgen gesagt. Am 17. Oktober geht es damit weiter. Helmut sagt 69,03, einfach klasse. Ulrich sagt Glückwunsch an dich, denn ohne dein Setup hätte ich das so nicht gehandelt. Thorsten ohne H, das ohne H sei dir verziehen. Ebenfalls 25 Punkte, vielen Dank. Und das H kaufe ich mir dann noch. Siehst du, okay, gute Idee.
Und der Klaus Dieter aus Oslo sagt nochmal 22 im Euro und 35 Punkte im Dow. Dafür herzlichen Glückwunsch. Und ich möchte euch bitten, macht mal hier noch ein Pünktchen rein, bitte. Ich habe die Umfrage hier ganz bewusst veröffentlicht, damit wir da mal ein Pünktchen reinmachen können. Ich lasse das in der Regel mal anderthalb Minuten laufen und werde auch die Ergebnisse dann veröffentlichen. Für mich ist es immer wichtig, mal zu sehen, wie wird was überhaupt umgesetzt, was wir machen. Die, die ihre Position noch laufen haben, aber die im Gewinn abgesichert haben, so wie meine jetzt hier, sollten selbstverständlich auch ihr Pünktchen dann bei den Gewinnen machen, weil Verluste können sie ja nicht mehr machen. Das wäre dann nur fair. Ich brauche es für meine Statistik, nicht für um zu sehen, wie viel Geld hier draußen verdient wird oder so. Ich brauche es für meine Statistik, wie gut bringen wir das rüber, wie gut ist es überhaupt verständlich, kann man das nachvollziehen, was wir hier erzählen, kann man das nachvollziehen, was wir handeln, sind die Leute in der Lage, dem auch nachzugehen und das eventuell mitzuhandeln oder nicht. Dafür brauche ich eben diese Statistiken, deswegen brauche ich auch diese Punkte. So, der Dennis sagt, danke, wieder super Info. Peter G. sagt, heute früh und dann haben wir das 40 Pips hat er gemacht, sehr gut. 21 Punkte hat der Stilian aus Varna und 24 Punkte hat der Boris gemacht und Peter will bald zu uns stoßen. Joachim, unser Veganer, hallo Thorsten, prima Webinar, 73 Pips haben wir heute, eine vierstellige Summe eingespielt, Grüße Joachim. Dann können wir mal zusammen nach deinem Kochbuch kochen, was wir lieben gerne immer nutzen. Bin aktuell auch langfristig long im Euro, 60 Punkte vorne, sagt der Michael. Grüße aus Stuttgart. Und der Johann sagt, schönen Dank für 67 Punkte. So, und dann schließe ich mal die Umfrage und wir werden die einfach mal übertragen. Und dann sieht man, kann man das Ergebnis sehen? Ja, ist gut zu sehen. Einmal in die Regie. Perfekt. Okay. Ich muss fairerweise sagen, wir hatten über 300 Anmeldungen. Wir waren in der Spitze über 200 Leute hier anwesend, um das mal so auf den Schnitt zu bringen. Und davon haben 30% nicht mitgehandelt. Das sind wahrscheinlich die, die die Katze nicht im Sack kaufen wollen. Das kann ich auch verstehen. 0% sind plus minus null. Plus minus null heißt bei uns immer, dass man Minimum ein Trade, eine Position gehandelt hat. Und plus minus null raus ist, wenn man seinen Stop auf Break-Even gezogen hat. 68% haben heute Gewinne erwirtschaftet und 2% Verluste. Die 1, 2, 3 Leute, die Verluste gemacht haben, sollten mir vielleicht mal einen Screenshot schicken und dort eintragen, was sie gehandelt haben. Dann würde ich mir das ganz gerne mal angucken, warum, wieso, weswegen. So, das klingt, der Eiko hat noch sehr schön. Wie bitte? Ich sag, das Klingeln war übrigens gerade der Trailing Stop. Der hat jetzt auch die Position glattgestellt in 5 Minuten, wo ich gerade gesagt habe. Natürlich nicht so gut. Meine wird auch gleich fliegen. Ja. So. Und der Heiko sagt, sehr schön, habe bei 11,7 Pips abgesichert. So. Und Helmut sagt, sieht aus wie jeden Tag, Thorsten. Okay. Alles gut. So, krasser Abschluss, muss ich wirklich sagen. Also Thorsten, danke erstmal für die Umfrage. Danke an alle, die mitgemacht haben, muss ich sagen. Und ich meine, das Ding hier 18.04, also ich meine, den Take Profit hat er jetzt knapp verfehlt letztlich an dieser Stelle, wo du raus wolltest. Jetzt sieht es ja so aus, als würde er ein bisschen abschmieren. Jetzt hat er den Stopp mitgenommen, aber man will sich nicht beschweren. Das war ja eine grandiose Vorstellung. Also wirklich die Linie oben nahezu punktgenau getroffen. Das Sell-Limit, wenn es eine Limit-Pullback gewesen wäre, wärst du jetzt auch schön in einem Short-Trade schon wieder unterwegs dann, ne? Ja. Ich habe hier vielleicht nicht ganz astrein gearbeitet, als ich den Take-Profit hätte hier wahrscheinlich knapp gegriffen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wenn ich nach Zielbereichen arbeite, hätte ich natürlich meine Limit-Pullback auch hier direkt auf den Zielbereich. Da ist eine Limit-Pullback, jetzt hätte ich direkt auf den Zielbereich legen sollen, auf die 1,1803. Aber okay, das ist nun mal so. Ja, da wollen wir uns nicht die 18,05, die hatte Dirk. Ich hatte sogar die 18,06. Nach Zielbereichen wäre es schöner gewesen oder auch regelkonformer gewesen, wenn ich hier direkt auf meinen Zielbereich auch meine Nummer gelegt hätte.
Wir sehen mal wieder, wie das Ding super funktioniert hat. Dann wäre das Ding hier mit 20 Punkten rausgeflogen. Aber 46 Punkte heute Morgen mit, und jetzt waren es irgendwie 15 mit der doppelten Positionsgröße. Ich glaube, damit kann man sich sehen lassen. Wenn wir die Punkte mit dem Minus-Trade vorhin abziehen, sind wir locker in einem Wochenziel, was wir heute in 2x2 Stunden irgendwo eingefahren haben. Also, wenn ihr Kunde werden wollt, ich würde mich riesig freuen, den einen oder anderen bei uns in der Community zu begrüßen. Der Kontoöffnung und so weiter bitte eine Mail an uns schicken. Wir erklären dann nochmal genau das Modell, was bei uns läuft. Wir werden euch auch dann entsprechende Angebote für die Webinare machen, dass ihr vielleicht das letzte Quartal in den Webinaren irgendwie dran teilnehmen könnt, um zu lernen. Außerdem brauche ich ja ein paar Leute, die ich mit Dirk zusammen in den Webinaren auch irgendwie verarschen kann. Wenn wir keinen haben, den wir ansprechen können, dann machen die Webinare auch keinen Spaß. Also wäre schön, wenn der ein oder andere dazukommt. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen vielleicht überzeugt zu haben, dass er hier nicht die Katze im Sack kauft, sondern dass das, was wir hier machen, ist real, es ist reales Geld, es sind reale Konten, das sind reale Punkte und das ist ein reales Handelssystem, was wir seit 10 Jahren handeln. Ich glaube, ansonsten wären wir auch nicht so groß geworden. Um die eine Frage hier von Jan K. noch zu beantworten, was meine Weltmeisterschaftsgeschichte macht, muss ich fairerweise sagen, ich habe mit dem Weltmeisterschaftskonto angefangen, habe dann einen riesen Fehler gemacht, ihr kennt die Geschichte, einen riesen Fehler, einen Bedienfehler gemacht, der, ja, den ich anderen immer verbiete, aber wir sind zur Traderwoche gefahren und in der Traderwoche hatte ich mein Weltmeisterschaftskonto zu Hause auf meinem Rechner laufen mit dem Stereo-Trader dahinter, habe dann auf meinem Laptop in der Traderwoche meinen Stop verzogen und dadurch entsteht ein sogenannter Springstop. Weil mein Rechner zu Hause, ich habe die Strategie nämlich nicht gewechselt, und da mein Rechner zu Hause gesagt hat, okay, nur als Beispiel, zieh den Stop auf 10 Punkte in Gewinn, mein Laptop sagt, zieh den Stop auf 4 Punkte in den Gewinn, und so ist das Ding, ist der Stop immer hin und her gesprungen, und da habe ich die Gain von Robbins, die haben mich dann angeschrieben und haben gesagt, ich soll das Ding abstellen, weil die Performance bei denen zu dolle belastet wird. Ich war in der Traderwoche und habe Leute unterrichtet in der Zeit, habe die Mail übersehen, habe die nur an Support, beziehungsweise an Junior weitergeleitet, gesagt, hier kümmere dich mal drum. Und dann haben die mein Konto für ein Vierteljahr lahmgelegt, haben das praktisch abgeschaltet, weil ich den ihre Performance zu dolle belastet habe. Und ich musste jetzt vor 6 Wochen oder 5 Wochen musste ich neu starten, musste die dadurch aufgelaufenen Verluste erstmal wieder reinfahren und die Verluste haben wir jetzt auch wieder drinne und abgerechnet. Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt, heißt es immer so schön, ne? Und ich hoffe, deine Frage habe ich damit beantwortet. Wir sind bei der Weltmeisterschaft dabei, wir sind aktiv dabei und ich hoffe, dass wir zum Jahresende dann noch ein dementsprechendes Ergebnis präsentieren können. Wir sind nicht im Verlust und die Bedingungen sind auch ziemlich hart. Wir handeln da mit einem 50er Hebel, das ist nicht allzu doll, aber wir sind da noch dabei und werden am Jahresende spätestens zur WOT werden wir da auch ein paar Worte zu sagen. Ich hoffe, wir konnten euch jedenfalls davon überzeugen und auch beibringen, dass wir mit den Handelsansätzen, die wir hier haben, trotz der harten Rückschläge, auch mit Rücksetzern, die man nicht einplanen konnte oder musste, dass wir auch in diesem Bereich trotzdem unser Geld verdienen. Ihr könnt gerne zu uns kommen, ihr könnt gerne die Webinare buchen. Das Quartal kostet, wie gesagt, 150 Euro. Dafür kriegt ihr 30, 40 Webinare ungefähr bis Jahresende. Das sind unterm Strich 3 Euro, 4 Euro pro Webinar. Wenn ihr nicht bereit seid, die zu investieren, das ist auch nicht schlimm, dann müsst ihr woanders lernen. Ganz einfach. Aber wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Ich sage hier nochmal ein dickes, fettes Danke an den Besuch von Giovanni. Michael hat mir gerade geschrieben, er war heute leider verhindert. Der kocht noch. Danke, dass Dirk so aktiv dabei war und mich die ganze Zeit hier begleitet hat. Und danke, dass du uns dieses Tool hier zur Verfügung gestellt hast. Und vor allen Dingen danke an JFD für die tolle Zusammenarbeit die letzten 1,5 Jahre. Und danke an Chris, dass ihr mich bei den 1111. begleitet habt und dadurch unsere Gruppe wesentlich vergrößert hat. Es hat einen Sauspaß gemacht heute. Absolut. Einfach mal danke. Wir danken an der Stelle, Thorsten. Du hast es möglich gemacht mit deinem vierstelligen Schnapszählchen hier, 1111. Also ganz, ganz fantastisch. Wie gesagt, der Tag lief ja was wie Bilderbuch technisch ab jetzt. Also wirklich Respekt auch an dieser Stelle. Und ich kann gleich nachwerfen,
gerade Thorsten, Webinare etc. Wir machen ja sowohl mit Dirk als auch mit Thorsten immer wieder Live-Events und haben hier auch hin und wieder auch Special-Angebote für Webinare, wo ihr als JFD-Kunden dann praktisch ja entweder zu 100% Vergünstigung, also zum Nullkostenpreis gewisse Tools oder besser gesagt auch Webinar-Sessions und was eben Thorsten anbietet, da nutzen könnt. Da machen wir immer wieder Partnerschaftsprogramme und da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir euch als Kunden begrüßen dürfen. Und wichtig ist, das A und O, die Ausbildung, das Handwerk, das Rüstzeug zu lernen. Und heute war, wie gesagt, eine sensationelle Vorstellung. Läuft nicht immer so planmäßig, aber in dem Fall kann man da wirklich einen Haken dran machen nach dem Motto Muster gültig. Also wirklich toll gemacht. Auch danke, wie gesagt, Thorsten, Dirk, auch für deine Inputs. War wieder sehr lebendig heute. Und wir haben den Zeitrahmen heute Morgen schon gesprengt. Jetzt sind wir auch knapp drüber. Ich denke, wir sind alle zufrieden soweit. Der Euro dümpelt jetzt so ein bisschen zurück, hat auch sein Tageshoch möglicherweise erstmal gesehen. Ich denke, wir können uns wirklich mit einer ganz runden Geschichte hier aus dem Webinar zurückziehen. Und ich sage auch genau danke an alle Teilnehmer, die uns hier die Treue gehalten haben im hohen dreistelligen Bereich. Da freut man sich immer. Und insofern würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft und das nicht zu knapp. Ja, super. Super. Lass dir den reinschmecken. Ich mache mir jetzt erstmal ein lecker Bier auf. Ich trinke ja am Tag bloß eine Dose Bier. Ah. Das ist immer. Ja, da sind 5 Liter drin, aber macht ja nichts. Der Dieter hat gerade geschrieben mit eurer Pros, jeder Tag ein Bilderbuch. Danke, Dieter. Er hat immer mal den weiten Weg von Oslo nach Hedemünden gemacht, um ein Seminar zu besuchen. Fand ich sehr, sehr schön. Wow. Und gut, ich hoffe. Oder so wie es aussieht, die Resonanz ist hier sehr gut. Danke fürs tolle Webinar, man hat richtig was gelernt. Und ja, Prost. Prost sage ich dann auch in die Runde. Prost nach Köln und Prost nach Ludwigsburg. Und danke für den tollen Tag. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben jetzt, glaube ich, 500 oder 600 Euro auf das Konto geschaufelt heute. Und das in 4 Stunden. Das ist ein Stundenlohn von 100, 150 Euro. Dafür muss ich keinen Jura studieren. Das geht auch so, ne? Okay? Toll gemacht. Ich wünsche euch jetzt schönen Nachmittag oder Restnachmittag und einen schönen Abend. Wir hören uns wieder am Mittwoch für meine Gruppe. Am Mittwoch früh. Wie gesagt, wer von hier noch dabei sein möchte, kann es gerne eine Mail schicken. Wir finden immer einen Weg. Wo ein Will ist, ist auch ein Gebüsch, heißt es immer so schön, dass ihr vielleicht nächste Woche dabei sein könnt. Wir starten nächste Woche die Webinare für Quartal 4. Das heißt, der Quartal jetzt bucht, hat auch ein volles Quartal. Vom 4. Oktober bis 31.12. kann er dann die Webinare besuchen. Und ich freue mich auf den ein oder anderen Neuzugang, auf dass unsere Community größer werde, weil gemeinsam sind wir stark. Ein Finger kann man brechen und eine Faust nicht. Ne? Wow. In diesem Sinne, schönen Nachmittag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Tschüss, euer tschüss. Skype-Trainer Thorsten. Tschüss, tschüss. Sehr schön. Vielen Dank. Auf bald und noch Horido. Thorsten, lass dir auf jeden Fall das Bier / den Wein am Abend schmecken. Ciao dabei an alle und hat mich gefreut. Ciao, Dirk. Ciao. Ciao, Dirk.